Hallo. Genau, dann darf ich. Schön, dass ihr alle da seid. Ich will ein bisschen was erzählen. Wir hatten ja noch überlegt, wie wir schneiden. Wir haben gesagt, wir gehen mal auf Sibi. Das ist bei uns so ein bisschen das quasi neue Pferd im Stall. Das ist ein ganz guter Kontrast, glaube ich, zu dem bisschen, was ihr gezeigt habt. Das könnte ganz interessant sein. Ich würde ganz gerne schon anmelden, dass ich die Stunde überziehe, weil sonst muss ich noch schneller reden, als ich wahrscheinlich eh schon tun werde, weil ich euch so ein paar Sachen ganz gerne zeigen wollen würde und ich ein paar Sachen auch wirklich mal in den Coach bringen will. Aber ihr signalisiert mir, wenn es euch zu langweilig wird, wenn es euch zu spät wird, also dann guckt sehr gelangweilt, das kriege ich halbwegs mit, denke ich. Genau. Wenn ihr, genau, das ist mein Name, ich bin Ben Drücker, ich bin einer von den zwei Gründern von der Camunda, macht das eigentlich schon mein ganzes Leben, Workflow, habe dieses BPMN-Buch geschrieben, was sich jetzt weltweit schon über 30.000 Mal oder 35.000 Mal verkauft hat, also relativ gut ist, glaube ich. Und wenn ihr Fragen habt, quatscht mich nachher gerne an oder schickt mir eine E-Mail, tweetet mich an, ne? Also auch wenn euch hinterher noch was anfällt, haut mich einfach an. Das ist kein Problem. Wer ist die Camunda? Nur ganz, ganz schnell. Wir machen so eine Open Source Workflow Engine. Die ganze Company dreht sich drum. Wir sind ein bisschen über 75 Leute. Wir wachsen gerade ganz ordentlich. Wir sitzen in Berlin, wobei wir inzwischen auch eine Tochter, die Camunda Inc., in den USA haben und auch zwei Büros in den USA. Ansonsten findet aber alles in Berlin statt. Wir haben kein Venture-Kapital drin, kein Risikokapital. Also wir wachsen organisch, was für eine Open Source Produkt Company in der in Größenordnung relativ ungewöhnlich ist, aber recht komfortabel, recht spannend, weswegen wir auch keinen Kapitalgeber hat, der uns auf die Finger haut, wenn wir so Zukunftsthemen wie jetzt zum Beispiel Sibi auch wirklich massiv angehen. Ansonsten haben wir so eine Open Source Workflow Engine, die momentan draußen recht aktiv im Feld ist. Das sind so die Enterprise-Kunden, also man sieht so, wo sich diese Kurve hinbewegt. Da sind wir momentan recht erfolgreich, relativ stolz drauf. Aber das ist es eigentlich schon als Einführung. Genau, was ist Orchestration? Das stand so im Titel, Orchestrierung. Und ich habe das mal so rein, wie man das als Informatiker so macht, ne? So ein bisschen, wir lösen das in Subprobleme auf. Aus meiner Sicht ist Orchestrierung einfach nur ein Use Case für Workflow-Automatisierung. Jetzt könnte man die Frage stellen, was ist Workflow-Automatisierung? Und die habe ich gerade in so einem Artikel beantwortet. Also ich schreibe gerade einen Artikel, wo es sich genau um Use Cases für Workflow-Automatisierung dreht. Und ich habe mal so Cluster gebildet. Das ist ein Stück weit, also im Englischen würde ich jetzt opinionated sagen, das ist so der Begriff, der immer umgeht. Das ist jetzt erstmal meine Meinung, das ist nicht irgendwie wissenschaftlich fundiert, also da arbeite ich ja anders als die Hochschulen durchaus. Aber ich habe mal in zwei Richtungen das aufgedröselt. Ich habe gesagt, auf der einen Seite interessiert mich eigentlich mal so die Laufzeit von solchen Workflows. Also es gibt ja Sachen, die laufen einfach im Nano- oder Millisekundenbereich, sehr, sehr schnell. Sekunden oder vielleicht hier auch Minuten, Wochen oder wir haben gerade Jahre gehört, ne? Also so rechts auf die Skala. Die Jahre sind die Punkt, Punkt, Punkt bei mir, ne? Also die sind schon noch drauf. So. Und dann gucken wir uns das gleich nochmal genau an. Da gucke ich, unterscheide ich Short Running, Long Running und da gucken wir nochmal nachher rein, Potentially Long Running. Das ist ganz interessant. Auf der anderen Seite habe ich noch mal so ein bisschen geclustert nach wer, warum gibt es das? Wer ist so ein bisschen der Treiber? Auf der einen Seite kann das wirklich IT, Maschinenraum sozusagen sein, auf der anderen wirklich Fachlichkeit, das Business. Woran jetzt eigentlich immer alle denken, wenn ich Workflow-Automatisierung sage, und das passt sehr gut eigentlich zu dem, was ihr gezeigt habt, ist so dieses Cluster so rechts oben, so klassische Human Workflows, Geschäftsprozesse. Die sind meistens fachlich motiviert und die sind durchaus sehr langlaufend. Ne? Also bis da gehen auch diese Monate, Jahre. Das ist eigentlich was sehr, sehr Typisches, was die Leute sofort im Kopf haben. Ne? Da haben wir die Klassikerbeispiele. Mein Hello World Beispiel, das ist jetzt zum Beispiel auch BPMN, das haben wir ja vorhin nur gehört, aber das ist ein BPMN-Modell, ne? Das fängt irgendwo an. Und dann gibt es zum Beispiel hier Human Tasks, das war das, was wir gerade in diesem Portal gesehen haben. Da wird was in der Aufgabenliste gelegt. Und vielleicht gibt er irgendwelche Daten zurück, ob er jetzt entschieden hat, ja oder nein, und dann kann es hier so eine Abzweigung nehmen, dann habe ich das Service Tasks, also irgendwas passiert automatisch und ich kann auf gewisse Events reagieren, zum Beispiel Zeitereignisse, also es dauert zu lange oder auch irgendwelche Nachrichten, die von außen. Ja, das ist so ein klassischer Prozess. Kann man in BPMN super modellieren, kann man direkt in so einer Workflow Engine ablaufen. Das sieht in der Praxis dann nicht unbedingt so aus. Genau, das ist BPMN, das ist dieser ISO-Standard, da gibt es ein tolles Buch, könnt ihr mal ein bisschen nachlesen. So. Na, interessant vielleicht der Teil mit dem ISO-Standard. Also es ist nichts, was wir uns irgendwie ausgedacht haben oder was irgendwie proprietär ist. Deutschland hinkt fast sogar hinterher, aber weltweit ist die Verbreitung recht hoch. Das ist wirklich Industriestandard. Also wenn ihr irgendwas in die Modellierung macht, dann ist schon BPMN interessant. In der Praxis sind das nicht diese kleinen Beispiele, das sind einfach nur mal so Dinger, wie sie dann real aussehen. Das da oben ist ein Kreditkartenantrag bei einer Bank in Deutschland.
Kunden. Das hier ist Two-Factor Authentication, also wenn ihr irgendwo einen Vertrag abschließen wollt, wollen die vielleicht sicherstellen, dass eure zum Beispiel eure Handynummer stimmt und die Adresse, ne? Und schicken die euch einen Brief und schicken euch eine PIN und so einen Kram. Das ist das. Oder hier unten, das ist K-Class-Bruch bei einer Versicherung. Ihr habt einen Schadensfall bei eurem Auto. Das heißt K-Glasbruch, ich kann es nicht erinnern. Ihr habt einen Schadensfall, reicht den ein und dann geht er durch diesen Prozess durch. Na, also nur mal so als Beispiel. Aber das ist eigentlich gar nicht das, worüber ich heute so arg reden will. Ich stelle die Folien übrigens online, also ihr könnt die Folien alle haben, das ist gar kein Problem. Ich sehe da noch ganz andere Cluster und das ist eigentlich so ein bisschen das, wo ich reingucken will heute. Und ihr seht, dass wo wir hier eher über diese Monate reden, reden wir tatsächlich hier über ganz andere Zeiträume, über sehr, sehr schnell laufende Sachen. Und was ist das? Ich sehe einen ganz großen Cluster, wirklich in der Kommunikation verteilte Systeme. Wir bauen heute Anwendungen, die nicht mehr so schön in einer JVM laufen, ne, für die Java-Leute, sondern die einfach sehr stark remote kommunizieren. Das fängt überall an. Ich habe da gerade so einen Artikel geschrieben auf der Infoworld, habe da recht gutes Feedback zugekriegt. Könnt ihr mal reingehen, reinlesen, wenn ihr wollt. Der geht noch ein bisschen mehr ins Detail. Ich reiße das jetzt nur an, so ein bisschen aus Motivation, warum wir überhaupt so Dinge wie CB tun. Und der geht vom ganz einfachen Beispiel aus. Ich habe einfach zwei Services und ich mache ganz viel Order-Beispiele. Na, also ich habe irgendwie einen Auftrags- und Bestellprozess. Also zum Beispiel Zalando ist auch Kunde, jede Zalando Bestellung läuft bei uns über so eine Camunda-Plattform und das könnte man jetzt im Kopf haben, wenn man an sowas denkt. Und dann könnte man sagen, naja, irgendwo gibt es vielleicht so ein Payment, ne? Ich muss so eine Order bezahlen. Vielleicht macht das so ein Payment-Service, vielleicht ein Microservice heutzutage oder eine Komponente, nennt es wie ihr wollt. Aber es ist einfach eine Capability und wahrscheinlich macht ihr Payment nicht selber, Kreditkartenzahlung ist relativ aufwendig, sondern ihr benutzt einen Dienstleister wie Stripe. Stripe hat eine REST-API, könnt ihr aufrufen, könnt Zahlungen. Ne, so könnte ich so eine Anwendung bauen. Und womit ihr euch auseinandersetzen müsst, sobald ihr hier einen REST-Call drin habt, der erste REST-Call reicht, dann seid ihr in dieser Welt der verteilten Systeme. Und verteilte Systeme, ich benutze immer das Bild, das habe ich jetzt nicht unbedingt als Metapher erfunden, das gibt es ja recht häufig. Das ist euer Service, das ist eure Anwendung, das ist eure JVM. Und da könnt ihr eine Anwendung bauen. Das ist schön gemütlich. Ne? Da macht ihr Heizung an, Transaktionssteuerung, irgendwie so. So alles cool. Ne? Da habt ihr eure Threadings unter Kontrolle. Da wisst ihr, was Sache ist. Aber sobald ihr diese Tür aufmacht, seid ihr dem Netzwerk ausgesetzt. Ne? Und da passieren die schlimmen Dinge. Das ist vielleicht nicht verfügbar. Das dreht irgendwelche Bits rum. Irgendwelche Nachrichten kommen nicht an, out of order und so weiter und so fort. Also da wird es hässlich, ganz kurz gesagt. Und das Problem habt ihr schon an dieser Stelle. Also sobald ihr diesen REST-Service aufruft, müsst ihr damit umgehen können, dass dieser Service gerade nicht verfügbar ist oder das Netzwerk nicht verfügbar ist oder langsam ist oder nur ein paar Bits durchkommen davon. Und damit müsst ihr euch auseinandersetzen. Was ist jetzt der typische Weg? Was macht der typische Entwickler? Wenn er gut ist, und meine Hoffnung wäre, ihr seid alle gut, also kennt ihr vielleicht so Patterns wie Circuit Breaker oder letztendlich auch Bulkheading. Sonst mal Hausaufgabe nachschlagen, Circuit Breaker, gibt es viel Literatur, der führt zum Beispiel dazu, dass wenn diese Verbindung langsam ist, wie so die Sicherung im Haus, das fängt irgendwo an komisch zu sein in der Elektrizität, dann macht es erstmal aus, bevor alles abbrennt. Das macht, kann der hier auch machen. Darüber will ich heute nicht reden, aber das Interessante ist, wenn man das weiterdenkt, das sind alles Patterns, die nennen sich Fail Fast. Also immer wenn ich sage, ich will hier was aufrufen, irgendwas ist komisch, dann versuche ich schon hier viel zu schlagen, ne, bevor irgendwie ich auch noch zum Beispiel hier mein Servlet Pool für irgendwelche Rests, die ich hier rausgebe, in die Knie reiße, mache ich hier eher zu. Aber das heißt ja, ich gebe diesen Fehler von Payment weiter an mein Client, also vielleicht mein Order Service. Der ein Payment einziehen will, der kriegt jetzt irgendwelche Fehler. Und das ist meistens keine clevere Sache. Wenn ihr so eine Architektur aufbaut, solltet ihr Fehler nicht quasi immer einfach weiterwerfen als Entwickler. Fehler kann ich nicht, werfe ich weiter. Ne, das heißt ja nur, dass mein Client sich darum kümmert. Und das heißt, was wir ganz, ganz viel machen, inzwischen auch mit sowas wie Workflow-Technologie, eine Workflow-Engine ist unter der Haube einfach eine State-Machine, ein Zustandsautomat. Das heißt, wir haben eine Persistenz. Wir können, ne, das ist wieder BPMN, das kennt ihr jetzt schon quasi, wir können so ganz einfache Workflows machen, wie ich starte, ich habe hier einfach nur einen Serviceaufruf, zum Beispiel diesen REST-Call an diesen Kreditkartenservice. Aber jetzt habe ich sofort eine Persistenz und einen Zustand dahinter und dadurch kann ich sagen, ich bleibe hier zum Beispiel stehen, wenn dieser Kreditkartenservice gerade nicht erreichbar ist und mache einen Retry. Vielleicht über Minuten hinweg, über Stunden. Ne?
Das ist sehr, sehr einfach zu machen. Also bei uns sind das so ein paar Zeilen Code. Und das ist meistens anders relativ schwierig, weil ihr dann anfangt, euch da eine Datenbank aufzubauen, weil ihr einen Scheduler braucht, weil ihr das alles verwalten müsst und so weiter und so fort. Das heißt, wir bewegen uns in diese Use Cases sehr viel gerade mit Workflow-Technologie rein. Und das ist übrigens auch das, was ich potentially long running nenne. Weil im Gutfall ist dieser Service erreichbar und das geht hier im Millisekundenbereich durch, alles gut. Aber wenn der nicht erreichbar ist, dann switche ich auf Long Running, ne, dann werde ich asynchron und sage, ich kümmere mich unter der Haube. Da will ich heute eigentlich nicht zu lange reden, da könnte ich selber alleine eine Stunde drüber reden. Aber da gibt es ja auch so einen Artikel, kann man nochmal lesen. Und dann gibt es übrigens so fortführende Probleme, die sind auch vielen gar nicht bewusst. Also das finde ich auch sehr interessant. Also wenn ich nur dieses Bewusstsein, wenn ihr hier rausgeht und dieses Bewusstsein gewonnen habt, ist auch schon cool. Sobald ich in solchen verteilten Systemen bin und nehmen wir mal an, ich mache hier so einen REST-Aufruf und ich nehme mal an, ich mache den sogar öfter, ich probiere es nochmal, weil diese Verbindung gerade nicht da war, weil ich ein Netzwerk fehlt. Und irgendwann sage ich, nee, jetzt höre ich auf, ich habe das Thema probiert, es geht nicht. Ich sage einfach, Payment fehlgeschlagen. Das Interessante ist jetzt, und das ist echt fies in Netzwerken, wenn ich an diese verteilten Systeme denke, dann könnt ihr drei Fehlersituationen nicht unterscheiden. Das geht einfach nicht. Wenn ihr so einen Netzwerkfehler habt, habt ihr keine Ahnung, ob der REST-Request den Stripe in dem Fall erreicht hat, ob er Stripe erreicht hat und dann irgendwie dort alles explodiert ist oder ob Stripe alles gemacht hat und die Antwort verloren gegangen ist. Ihr könnt es nicht unterscheiden, wenn ihr einen Netzwerkfehler kriegt. Ihr habt keine Ahnung. Das heißt, allein schon in so einer Situation, gerade bei Payment, ist vielleicht nicht so eine gute Idee, einfach zu sagen, Payment failed. Also vielleicht habt ihr das gemacht. Das wisst ihr einfach nicht. Habt ihr keine Ahnung. Das heißt, auch solche Dinge, wie kann ich das alles bereinigen? Also im Zweifel auch hier wieder, also es gibt jetzt mehrere Strategien. Ich frage mal nach, ob ich was gemacht habe. Ich löse einen Refund auf für irgendeine ID, wo der sagt, habe ich aber nie, hat er nie bezahlt, dann brauche ich auch nicht refunden. Also es gibt so ein paar Strategien, die ich da fahren kann. Aber ich muss es tun und ich muss es wieder reliable machen. Also sobald ich hier rausgehe und dann wird es wieder potentially long running, ne? Vielleicht ist auch der Refund gerade nicht erreichbar. Und dann haben Kunden meist nicht so wahnsinnig viel Verständnis, dass man sagt, ja, der war halt nicht erreichbar, hast dein Geld nicht wiedergekriegt. Wir sind uns ja auch gar nicht sicher, ob wir es eingezogen haben. Ne? Ist nicht so eine wahnsinnig gute Idee. Für manche Use Cases okay. Also wir kennen viele Kunden mit Use Cases, wo sie sagen, ja, das passiert einmal unter 1000, ist uns egal. Ist auch okay, ne? Kann sein. Für viele halt nicht. Genau. Dann sind wir eigentlich dadurch schon automatisch in diesem zweiten Cluster, mein Lieblingscluster eigentlich, verteilte Transaktionen. Verteilte Transaktionen. Wir haben dieses verteilte System. Was ich jetzt, und ich habe leider keine Zeit, das jetzt lange herzuleiten. Ich mache das normalerweise gerne, aber ich habe keine Zeit. So. Es gibt in diesen verteilten Systemen, solltet ihr euch davon verabschieden, so einen Transaktionsmanager zu haben, wie ihr ihn von Datenbanken kennt. Also Begin Transaction, Do Something, Rollback oder Commit. Also selbst wenn ihr sowas wie Two-Phase Commit XA-Transaktion, wem sagt XA-Transaktion hier drin was? Okay. Der Rest, das sind so verteilte Transaktionen, wie man das mal so vor 5, 6, 7, 8 Jahren versucht hat zu machen, wo man sagt, ich habe hier zwei verteilte Anwendungen und ich fahre darüber eine technische Transaktion. Ich sage Rollback und alle Teilnehmer rollen ihre Transaktion zurück. Ja, das gibt Protokolle, die machen das. Es gab sogar mal für Web-Services, WS Atomic Transaction. Man hat also wirklich versucht, Transaktionssemantik da drauf zu kriegen. Das Dumme ist, es funktioniert nicht wirklich. Und es gibt ein großartiges Paper dazu, was es eigentlich am schönsten erklärt, schon aus dem Jahr 2007 von Pat Hellen, zu der Zeit war er bei Amazon, der ist öfter mal gewechselt, aber der hat eine gute zwei Hände voll richtig gute Papers geschrieben und er hat das Live Beyond Distributed Transactions und er beschreibt sehr schön, warum diese verteilten Transaktionen in dem Sinne nicht funktionieren und warum sie nicht skalieren vor allem. Also wenn ihr nicht irgendwie eine kleine Anwendung baut mit so ein paar Transaktionen pro Tag, sondern eher so eine richtig hoch skalierbare, dann könnt ihr mit verteilten Transaktionen zahlen. Das heißt, eigentlich wendet sich die Welt gerade davon ab, dass man sagt, Transaktionalität in einem verteilten System ist was ich geschenkt bekomme. Aber diese Anforderung geht natürlich nicht weg. Also ich sage, ich will hier drei Schritte machen und wenn der dritte fehlschlägt, muss ich die anderen zwei irgendwie zurückrollen. Diese fachliche Anforderung, die gibt es immer wieder. Was ist jetzt das, wohin bewegt sich gerade die Welt da, was man ganz viel macht und wenn ihr ein bisschen
googelt, dann findet ihr vielleicht auch sowas wie hier rechts die Saga-Pattern. In der BPMN heißt es Kompensation. Also ihr könnt zum Beispiel auch so ein Prozessmodell bauen, wo ihr sagt, hey, hier geht irgendwas los, dann mache ich was. In dem Fall sage ich eben bei Payment, na, ich gucke erstmal, ob der Guthaben hat. Vielleicht hat der Guthaben so einen Voucher, so einen Gutschein oder so. Vielleicht hat das sogar ausgereicht, dann ist alles cool. Wenn nicht, dann hole ich mir das Restgeld von der Kreditkarte. Aber wenn das dann fehlschlägt, naja, dann muss ich dafür sorgen, ne? Wenn ich hier sage, Payment fehlgeschlagen, Kreditkarte konnte man nicht belasten, dann will der ja seinen Credit wieder. Und das hier, Kompensation der BPMN, das ist eine auslösende Kompensation, die sagt, alle Aktivitäten, die in der Vergangenheit erfolgreich durchgelaufen sind und so eine Kompensationsaktivität definiert haben, da wird die Kompensationsaktion ausgeführt. Das ist eine Art Undo. Semantisch. Das ist kein Zurückrollen, also vielleicht habe ich hier abgebucht und jetzt buche ich es halt wieder drauf. Vielleicht sehe ich das auf meiner Kreditkartenabrechnung oder auf meinem User-Account. Aber es sorgt dafür, dass ich wieder fachlich in einem konsistenten Zustand bin. Das ist ganz spannend. Das gibt es in der BPMN schon relativ lange, aber gerade erlebt es so eine Renaissance. Genau, das nennt sich die Kompensation und dann ist das Ganze natürlich auch wieder zustandsbehaftet, ne? Potentially long running. Wir haben diese Persistenz drunter, also selbst wenn gerade dieser Customer Credit Service nicht erreichbar ist, bleibe ich da vielleicht drin stehen und mache wieder dieses Return. Also diese Reliable-Geschichten, das ist ganz, ganz wichtig. Okay, wenn ihr Fragen habt, fragt übrigens einfach rein. Das lassen wir mal weg. Okay? So, ich bin jetzt sehr schnell drüber, ich hoffe, das ist okay für euch. Ja? Okay, cool. Das sind eigentlich, finde ich, so die drei wichtigen Use-Case-Cluster erstmal. Und die zwei sind vielen nicht so wahnsinnig bewusst. Und wie gesagt, ich bewege mich hier dann so rein in Short-Running-Stuff. Ne? Also dieser Rest-Call, das sind Millisekunden. Was habe ich jetzt hier noch so drüber liegen? Diese Niere. Diese Niere ist eigentlich nur noch sozusagen ein Blend, also so eine Mischung aus diesen anderen Dingern. Ups, warum geht die hier nicht auf? Ach, okay, dann wollte ich noch was vorher sagen. Entschuldigung. Wenn ich übrigens Long-Running sage, hier potentially long running oder long running, dann meine ich eigentlich, dass ich diesen Zustand habe in der Zustandsmaschine und jetzt Dinge, man sagt wirklich long running sein. Long running wird viele, deswegen sage ich es immer gerne dazu, eigentlich heißt es, die Zustandsmaschine ist ja eigentlich großartig im Warten. Weil ich warte auf den Retry, ich warte auf eine Antwort, ich warte auf ein Event, ich mache nichts. Also da läuft nichts aktiv. Das heißt eigentlich, der Zustand liegt in der Datenbank. Aber die Workflow Engine ist einfach gut darin, die zu verwalten. Das ist nur für den Hinterkopf. Genau. Und jetzt haben wir eigentlich noch diese Niere. Das ist, wie gesagt, eine Mischung. Und das würde ich unter dem Schlagwort Orchestrierung bezeichnen. Eigentlich ist das oft so eine Mischung aus allem und vielleicht, je nachdem, wie ihr es sehen wollt, vielleicht gar nicht mal unbedingt ein eigener Use Case. Aber er ist gerade sehr präsent, deswegen halte ich es für sinnvoll, ihn hier reinzuziehen. Und den möchte ich anhand eines Beispiels machen und das wollen wir uns auch gleich mal mit Civi angucken. Okay, das ist mein Plan. Liege ich in der Zeit? Gut, oder? Ja, soweit so. Sonst rede ich einfach noch ein bisschen schneller, ist kein Problem. Ja, es tut mir leid, aber ich habe so eine Tendenz dazu. Ich will immer so viel erzählen. Das liegt mir irgendwie drin. Also, ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Dash-Button, kennt ihr? Deutschland noch nicht so bekannt, so Amazon Dash. Ja, ihr klickt da drauf und dann wird eine Ware von irgendwas bestellt. Ja, also, keine Ahnung, neben Windeln, so Windeln nachbestellen. Das könnte ich jetzt im Hintergrund, ne, Order-Beispiel, gerade hatten wir schon über Payment geredet, dann habe ich vielleicht noch andere Services. Ne, ich will was im Lager haben, ich will was verschicken und dieser Dash-Button muss ja auch mit jemandem kommunizieren. Das heißt, das könnte so eine Checkout-Komponente sein. Ne, so könnte ich meine Services schneiden. Muss ich nicht, könnte ich. So. Jetzt will ich aber natürlich mit diesen Services, und das ist jetzt ein ganz typisches Problem, aus diesen vielen Services irgendwie einen funktionierenden Workflow, einen funktionierenden Geschäftsprozess hinbekommen. Also eigentlich, was ich ja will, ist, dass der Kunde auf den Button drückt, dann natürlich bezahlt, dann muss ich seine Ware holen, ihm zuschicken und dann hat er die in Händen. Dann ist er glücklich. Ne? Das muss ich hinkriegen. Und das muss ich irgendwie hinkriegen mit diesen Services. So, und da ist jetzt eine interessante Beobachtung. Also jetzt weiß ich nicht, wer macht denn von euch Microservices? Das sind ja gar nicht so wenige. Da können wir nachher mal so eine kleine Statistik führen, finde ich ganz interessant. Aber die Beobachtung, die man häufig macht, ist, dass gerade in dieser Microservice-Welt so eine eventgetriebene Denke sehr stark vorhanden ist, was ich prinzipiell erstmal gut finde. Also zu sagen, ich publiziere Events, andere reagieren drauf. Es führt oft dazu, dass man trotzdem solche Ende-zu-Ende-Geschäftsprozesse durch
Eventketten, also wir nennen die Dinger Peer-to-Peer-Event-Chains, abbildet. Also in dem Fall wäre das so, ne? Checkout sagt, da hat jemand geklickt, ne? Das könnte ein Order-Placed-Event sein. Dann sagt Payment, oh, Order-Placed, da muss ich erstmal Geld einziehen, weiß ich. Ne? Und dann sagt es, ich habe Geld eingezogen. Dann weiß Inventory, okay, da muss ich offensichtlich irgendwie Ware besorgen. Und wenn die Ware besorgt ist, weiß Shipment, ich kann die verschicken. Ne? So könnte ich diesen Prozess implementieren. Das wird funktionieren. Das wird auch so gemacht. Also ich habe das auch schon in Skalen über, mit ein paar hundert Microservices gesehen. Das Problem ist auf der einen Seite, ne, das eine ist, man sieht nicht mehr so wirklich, wie dieser Prozess passiert. Das ist schon mal ein Problem. Und das wird in der Praxis momentan oft bestätigt. Ne? Also gerade grüne Wiese Startups, die viel diese Microservices aufgebaut haben, die stehen jetzt an einem Punkt, wo sie sagen, hey, wir haben diese ganzen tollen Services, die kommunizieren, super eventgetrieben, aber wir haben keine Ahnung, warum da eigentlich das da passiert, was da passieren soll. Das ist okay, aber wir wissen nicht, warum es so passiert. Was ja immer heißt, ich habe keine Chance, es zu ändern. Ich habe mich sehr gefreut, dass Martin Fowler hat letztes Jahr mal dazu was geschrieben, da unten ist der Link, wenn ihr das nachlesen wollt. Hat gesagt, the danger is that it's very easy to make nicely decoupled systems with event notification. Ne? Cool. Without realizing that you're losing sight of the larger scale flow. And thus set yourself up in trouble for future years. Ne? Das ist nicht, was man machen will. Also will sagen, so in der Industrie sieht man das langsam, dass das ein Problem ist. Es ist eigentlich auch nicht so wahnsinnig schwer zu durchsteigen. Ich kann euch noch ein viel plakativeres Problem zeigen. Also nehmen wir mal diesen Fluss und sagen wir mal, wir wollen eine Reihenfolge ändern. Und das passiert jetzt doch häufiger, als man denkt. Vielleicht nicht jeden Tag, aber es kann passieren. Wir sagen zum Beispiel, hey, wir wollen erstmal die Ware irgendwie reservieren, bevor wir die Zahlung einziehen. Zahlung einziehen kann vielleicht dauern, weil wir ständig Probleme mit Stripe haben. Dann wollen wir das vorher machen, um die Ware schon zu reservieren. Nicht eine völlig invalide Anforderung. De facto dreht es eigentlich hier nur eine Reihenfolge. Relativ simpel. Wenn ihr das umsetzen wollt, müsst ihr hier drüben die Event-Subscriptions ändern, ne? Also auf welche Events ich höre. Und ich mag diesen Effekt sehr. Ne? Also ihr seht, vor allem an, wie viel Services ihr Änderungen durchführen müsst. Ne? Also ihr müsst hier quasi bis auf Checkout jeden Service anfassen. Das ist besser, als wenn ihr zum Beispiel REST-Kommunikation macht, dann müsstet ihr alle vier anfassen, also von dem her okay, aber es ist noch nicht cool. Und warum ist das vor allem nicht cool? Genau, es gibt noch viel mehr Beispiele. Warum ist das nicht cool? Ich mag, gerade für Microservices mag ich dieses Bild extrem gut, extrem gerne, diese Metapher. Das ist ein Dreibeinrennen. Also da sind immer, wenn ihr das erkennen könnt, zwei Leute am Fuß zusammengebunden und dann sollen die rennen. Und was man, glaube ich, relativ einfach erkennen kann, ist, dass es irgendwie wahrscheinlich alle ein bisschen langsamer rennen, als wenn sie selber alleine rennen würden. Ne? Also klar, ich muss ja irgendwie hier immer mich koordinieren. Und die Chance, dass ich auf die Nase falle, ist vergleichsweise hoch. Vergleich. Und so ist es letztendlich in solchen Situationen. Wir bauen diese Dreibeinrennen ständig in den Unternehmen. Also ich hätte mal kurz 100 Beispiele, die ich rausziehen könnte, aber hier nehmen wir mal nur das. Ne? Dann heißt es ja auch zum Beispiel, dass ich diese Änderung, ne? Also falls ihr sie vergessen habt, diese, heißt ja, dass ich diese drei Services auch gleichzeitig vielleicht sogar oder mindestens koordiniert neu deployen muss. Ne? Also wenn ihr diese Reihenfolge hier ändert, dann müsst ihr ja auch richtig aufpassen, dass die noch bezahlen und die Ware trotzdem kriegen oder so. Ne? Also das ist jetzt nicht völlig trivial. Und das heißt vor allem, dass ich diese Services koordinieren muss. Und genau das will ich eigentlich mit Microservices vermeiden. Microservices geht sehr stark Entwicklungsgeschwindigkeit durch Autonomie. Also wie kann ich das hier durchschneiden? Wie kann ich jedem Team alleine erlauben zu rennen und nicht diese drei Beine? Und deswegen ist das einfach eine wahnsinnig schlechte Idee. Es ist jetzt auch nicht so schwer, das aufzulösen. Da kommt vielleicht noch eine andere interessante Geschichte im Kopf dazu. Aber machen wir das zuerst. Also was ich jetzt ja machen könnte, ich könnte mir einfach diesen Ende-zu-Ende-Prozess in dem Fall, diese Order, als eigenen Microservice rausziehen. Ja, und dann könnte ich sagen, naja, die Order hört vielleicht immer noch auf Order-Placed. Diese Kopplung macht total Sinn. Aber es macht keinen Sinn, dass Payment auf Order-Placed hört, sondern Order hat ja jetzt genau diese Reihenfolge, diese letztendlich dieses Wissen darüber, wie diese Reihenfolge passieren hat. Das heißt, ich muss auch wirklich mal in dem Fall nicht nur eventgetrieben, sondern ich muss wirklich einen Command ausführen, muss Payment sagen, hey, zieh Payment für mich ein. Ob ich das jetzt Message getrieben, ob ich da eine Message schicke, ob ich da einen REST-Service aufrufe, ist mir jetzt erstmal egal, aber ich muss es aktiv von hier oben wirklich tun. Und sobald der dann da unten sagt, yes, habe ich gemacht, weiß Order, okay, dann kann ich als nächstes eben hier an den Inventory gehen und dann an Shipment. Ja,
Also ich muss es an einer Stelle zusammenziehen. Und das ist das, was man typischerweise als Orchestrierung bezeichnet. Also dieser Order Service orchestriert jetzt in dem Fall die drei unteren. Ne? Also er sagt ihnen, was sie wie tun. Und ich halte das für eine extrem wichtige Zutat, zumindest in diesen Microservice-Welten. Also manche Kopplungen funktionieren sehr gut eventgetrieben, manche funktionieren nicht so wahnsinnig gut. Und, das heißt, Orchestrierung hat ihren Platz, ich muss sie halt sinnvoll dosieren. Und das Interessante ist jetzt, dass viele das fast sogar bewusst vermeiden, weil sie sagen, hey, Orchestrierung, da war mal sowas wie BPM. Und das heißt doch, da stelle ich irgendwo so eine zentrale BPM-Kiste hin. Die war auch früher, wenn ihr so am Whiteboard so eine SOA-Architektur aufgemalt habt vor 5 Jahren, dann gab es da irgendwo euren ISB und die BPM. Ja, und das war so ein zentrales Ding. Und Zentralität ist nicht gerade hip in Microservices, sehr bewusst. Also es geht sehr stark um Dezentralisierung. Das heißt, man wehrt sich auch gegen was Zentrales. Und der wichtige Gedanke, dann können wir gerne nachher nochmal diskutieren. Ich weiß nicht, wie weit ihr da einsteigen wollt. Ich habe ein Beispiel für beides. Ist, dass ich so aber eine Workflow-Engine nicht sehen muss. Ich kann durchaus sagen, die Workflow-Engine zum Beispiel tickt hier als Implementierungsdetail von Order und bildet da eben diese Order-Orchestrierung ab. Und vielleicht hat zum Beispiel Payment, haben wir ja gerade schon gelernt, ne, mit diesem Customer Credit, mit der Compensation, mit der Credit Card oder hier gebe ich dem Menschen sogar, wenn seine Credit Card abgelaufen ist, irgendwie noch 2 Wochen Zeit, sie abzudaten und solche Geschichten. Da könnte eine ganz eigene Workflow. Und dann ist es wirklich ein Implementierungsdetail dieses Service, weil er eben long-running ist oder potentially long. Es ist nicht notwendig, da irgendwie jetzt so eine zentrale Infrastruktur hinzustellen. Wir können es gerne nachher nochmal diskutieren. Das ist natürlich möglich und vielleicht ist es sogar sinnvoll, aber es ist absolut nicht. Okay? Starker Tobak, ne? 19:30. Gut. Aber ihr seht noch so aus, als ob ihr noch halbwegs könnt. Ich verspreche euch, dass wir relativ gleich einen harten Cut machen und in Java-Code springen. Okay, dann ist wieder ein bisschen Entspannung. Genau, so, also, dann haben wir diese Use Cases zusammen. Übrigens, den hier mache ich heute nicht mehr auf. Das ist für mich sozusagen der Wingman, also das ist hier das Batman, ne? Workflow Automation. Und das hier ist so der Robin, das ist DMN, Decision Automation für mich. Ja, also das gehört irgendwie so in dieses Use Case Cluster rein, das aber da reden wir heute nicht drüber. So, jetzt... Warum eigentlich Siebe? Jetzt gucken wir uns mal an. Wir haben ja so eine Workflow-Engine, ne? Camunda, so coole Workflow-Engine. Kann ich sehr empfehlen, könnt ihr benutzen. So. Und noch andere. Ne? Ihr hattet Activity benutzt und es gibt auch sowas wie zum Beispiel JBoss, JBPerm. Ich erzähle euch gleich, warum ich ausgerechnet die drei da nenne. Wie ist so eine Workflow-Engine aufgebaut? Naja, die ist letztendlich in alle drei, da sind Java und die haben eine relationale Datenbank unten drunter. Da persistieren sie diesen Zustand, von dem ich die ganze Zeit. Relativ simple Architektur. Ne? So hat man seit 20 Jahren, 30 Jahren Anwendungen gebaut. So. Jetzt habe ich so Use Cases präsentiert, die ja so mit diesem ne, REST Call, ich mache da jeden REST Call in so eine Zustandsmaschine, die ja schon, je nachdem, was ihr da treibt, relativ häufig passieren. Dann ist ja natürlich die Frage angepasst, gut, könnt ihr das eigentlich? Ne? Ist das Ding schnell genug? Also gucken wir uns mal an Performance. Da gibt es so ein tolles Paper, das wirklich auch wissenschaftlich von der Uni in der Schweiz, die haben das getrieben und die haben mal so untersucht, ne? Benchmarks, BPMN2, Workflow. So, 2016 auch jetzt relativ aktuell. Was haben die gemacht? Naja, die haben so Muster genommen, die ich eben in so BPMN abbilden kann. Das ist jetzt im Detail eigentlich nicht so wichtig. Und dann haben sie mal geguckt, wie viel ich davon laufen lassen kann. Ne? Und die Zahlen sind jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig im Moment. Was wichtig ist, seht ihr eigentlich relativ schnell. Ne? Das da ist Camunda, das ist immer weit unten, die anderen sind weit oben. Wenn das nicht eingängig genug ist, ist es eigentlich auch schön, Sie haben selber geschrieben, das ist ein Quote aus der Studie, in general we may conclude that Camunda performed better and more stable for all metrics. Boah. Und wenn ihr noch die Folie von vorne im Kopf habt, könnt ihr euch überlegen, welche anderen Workflow-Engines da benutzt wurden. Wir waren die einzigen, die erlaubt haben, dass man uns nennt, komischerweise, verstehe ich auch nicht. So, also von dem her hatten wir eigentlich, so sind wir mal so die schnellste Engine, die es da gibt. Okay, das ist cool irgendwie. Ne? Was heißt das konkret? Ich habe mal so Zahlen gemacht. Zahlen sind immer schwierig, weil die super an der Hardware, super am Use Case. Deswegen wehren wir uns immer extrem gegen Zahlen. Deswegen habe ich es einfach mal auf diesem Notebook gemacht. Echt total unnachvollziehbar. Alle Zahlen, die ihr seht, sind nicht irgendwie jetzt unter Laborbedingungen. Mir ging es einfach um eine Größenordnung. So, was kann ich auf diesem Notebook so an Workflow-Instanzen starten?
Und das ist mal so die Zahl. So im Schnitt sind das so 181 pro Sekunde. Das ist auch nicht so ganz schlecht. Ne? Man kann ja an der Hardware noch ein bisschen was drehen. Das ist jetzt auch nicht so die tollste Hardware. Die ist ja eher klein, nicht schnell. Aber das ist mal so eine Zahl. So. Dann kann man das Ganze ja noch skalieren. Also wir haben eigentlich eine zustandslose Engine. Das heißt, wenn ihr eine Datenbank drunter habt, könnt ihr oben drüber beliebig viele solche Engines starten. Die treffen sich auf der Datenbank und dadurch kriegt ihr auch eine Skalierung hin. Wenn ihr die Datenbank noch gewissermaßen hochzüchtet, dann ist das auch schon relativ schnell. Wie gesagt, jede Zalando-Bestellung läuft da drin. Ne? Also in Summe eine Situation, die mich eigentlich glücklich macht. So. Das war ein anderes Meetup vor 2 Monaten, für ein gutes Bild. So. Dann geht man ja damit viel rum und redet mit Leuten. Und dann kommt man irgendwann natürlich auch an Leute, die so ein bisschen, wir hatten damals, glaube ich, noch diesen Marketing-Spruch Scales like hell irgendwo stehen. Und dann haben wir das diskutiert. Dann haben wir gedacht, ja, du, Skalierung, das sehen wir ein bisschen anders. Und das ist schon interessant. Ne? Also es gibt, glaube ich, da immer noch mehrere Schichten davon. Also das eine ist, dass, glaube ich, die meisten Leute immer noch denken, so eine Workflow-Engine kann eh nicht viel. Ne? Die kann hier diese, also soll nicht despektierlich sein, so diese Anträge pro Tag machen oder so. Ne? Also so wirklich Low-Frequency. Ne, und Latency, also ob das jetzt eine Millisekunde, eine Sekunde oder eine Minute dauert, bis da irgendwas passiert, ist eigentlich nicht so relevant. Das sind die Use Cases, wo die meisten Leute Workflow Engines sehen. Was wir wissen, auch durch so Dinge, die wir mit Zalando machen, ist, dass es durchaus noch viel weiter geht in Richtung, ne, Low Latency, also schnelle Reaktionszeiten, und High Throughput, also wirklich Masse. Aber, und das ist das, was eben so eine Engine nicht mehr kann, ist tatsächlich hier hinzu. Und was wir schon sehen, also was wir eigentlich schon vor 3, 4, 5 Jahren gesehen haben, weswegen wir uns viel damit beschäftigt haben, ist, dass diese Use Cases, ne, also die ich vorhin gezeigt habe, natürlich in vielen Bereichen auch Sinn machen, die natürlich eine ganz andere Frequenz haben. Also ein Beispiel, was wir relativ früh mit einem Kunden diskutiert hatten, war wirklich, jedes Mal, wenn ich so ein Telefongespräch führe, werden ja zum Beispiel gewisse Checks gemacht. Ne? Darf ich das? Habe ich Guthaben? Ist Roaming? Welches Netz? Bla, blub. Da gibt es ganz viel, was passiert. Sowas fanden sie sehr interessant, über Workflow Engine abzubilden, aus verschiedenen Gründen. Aber da habe ich natürlich Low Latency. Ne? Also ich will nicht auf Kamunda warten, wenn ich hier abheben kann. Klar. Und da habe ich auch Masse. Ne? So mal kurz vor Weihnachten oder so ist das. Wir haben ganz viele Telematik-Sachen, also wir haben auch Kunden im Telematikbereich, so ein Auto funkt ja inzwischen alle möglichen Sachen, und das gibt dann zumindest Anwendungsfälle, zum Beispiel Richtung Carsharing oder Richtung Mietmodelle, die verändern sich ja sehr stark. Und da wird die nächsten Jahre auch noch viel passieren. Aber da kriege ich eine Unmenge an Daten bombardiert, ja, also die ich dann erstmal auswerten will. Wir haben sowieso diese ganze IoT-Geschichte, wir haben alle möglichen Devices, die ständig irgendwelche Daten quasseln, die vielleicht nicht alle für so einen Workflow interessant sind, aber wir haben einige Use Cases, wo es interessant wird, wo wir richtig Masse drauf schicken. Logistik finde ich ja persönlich sehr spannend, hatte ich mit einem Kunden jetzt lange zu tun. Das verändert sich ja auch. Ich habe heute nicht mehr irgendwie so mein ein Lager und dann habe ich ein Lagerverwaltungssystem, was halt noch auf eine Oracle passt, sondern Logistik, ne, Same-Day-Delivery, One-Hour-Delivery, die Drohne, die es mir liefert. Jeder DHL-Lieferwagen ist, DHL vielleicht jetzt nicht so ein gutes Beispiel, aber wenn ich Sache auf der Straße habe, ist das ein kleines Mini-Lager. Also in der Medizin passiert das heute schon. Wenn so Medizinfahrer, die so eilige Arzneimittel haben, das ist ein Lager, das wird so verwaltet, weil der hat da auch Sachen drin, die er jetzt nicht zu einem Kunden bringen muss. Aber wenn das dringend gebraucht wird, dann wird geguckt, wer ist als nächstes dran, fahr das dahin. Also diese ganze Logistik verändert sich, und dann baue ich nicht mehr eine Lagerverwaltungssoftware so klein, sondern dann baue ich das Lagerverwaltungsnetz sozusagen, ganz andere Anforderungen. Und natürlich dieser ganze Finanzbereich, und das war auch ein so Schlüsselerlebnis, wir haben ja da ein ganz paar Kunden inzwischen, und bei einem, die fanden dann auch diese ganze Workflow-Engine recht geil, aber in einem anderen Use Case, da war es nicht Trading, nicht High Frequency. Und dann haben sie irgendwann gesagt, hey, das ist cool, das wollen wir eigentlich haben, können wir das auf unsere Trades einsetzen? Und dann steht man in so einem Meeting und sagt, hey, 200.000 Trades die Sekunde, sagen wir mal 300.000, bisschen Puffer, könnt ihr das? Und das kann ich auf so einer Engine eben mit dieser relationalen Datenbank nicht mehr. Also das ist einfach auch das Limit, das muss man sehen, da kann ich dann nicht mehr raus. Das heißt, wir haben uns früher angefangen, Gedanken zu machen und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt solche Use Cases bekommen, wenn wir glauben, dass Workflow-Automatisierungstechnologie dort Nutzen bietet, was machen wir denn dann?
Und das sind ja einmal die Dinge Load, dann auch dieses ganze Thema Resilience, also wie auch nicht mehr so diese eine Datenbank, die ich dann nicht hochverfügbar kriege, Geoverteilung, ne, alles, was so da in diesem ganzen Thema drin steckt. Aber auch ganz viele Use Cases, die sagen, du, ich will gar keine relationale Datenbank, das ist teuer, die zu betreiben. Ne? Also Kubernetes Cluster ist auch nicht so ein natürliches Zuhause für so eine relationale Datenbank. Also von dem her kriegen wir da auch durchaus Anforderungen. Und das hat uns dazu geführt, gesagt, okay, komm, wir bauen parallel, das machen wir momentan parallel, eine komplett neue Engine from scratch, das ist das, was CB ist. Das führt immer noch BPMN aus, so wie wir es jetzt von Camunda zum Beispiel kennen, aber unter der Haube tickt es ganz anders. Also wir haben die Datenbank rausgekickt, also keine relationale Datenbank mehr unten drunter. Das heißt, wir kriegen auch diese Garantien nicht mehr, wie Transaktionalität. Brauchen sie aber auch nicht mehr. Also damit sind wir sehr viel freier. Wir bauen ein eigenes verteiltes System, erkläre ich euch gleich, wie es funktioniert. Und wir bauen von Grund auf, dass es schnell ist. Also so richtig auf Performance. Also wie kann ich aus so einer modernen Hardware richtig was rausholen. Und das war die Idee, das ist CB. Könnt ihr ja selber, ist ein Open-Source-Projekt, könnt ihr CBIO, könnt ihr selber mal ausprobieren. Ich erzähle euch nachher noch kurz, in welchem, also welchem Stand wir gerade sind. Genau. Wie funktioniert das? Wenn ihr Fragen habt, fragt ihr, ne? Okay. Wie funktioniert das? Naja, ich habe diesen CB Broker, heißt der jetzt. Also wir nennen das Ding auch gerade nicht mehr Workflow Engine, sondern Broker. Ihr habt eure Anwendung. Ja, das sind jeweils eigene JVMs, also eigene Anwendungen. Also CB ist auch in Java geschrieben, also von dem her läuft das separat. Das ist schon mal ein Unterschied, wenn ihr Camunda heute kennt. Wer hat schon mit Camunda gearbeitet? Also ein paar, genau. Also für euch, das ist schon mal ein Unterschied. Ne? Heute könntet ihr Spring Boot hier oben Camunda mit reinstecken. Das ist dann nicht. Das ist wirklich ein eigener Broker. Wir haben einen Client, also stellt euch das vor wie so ein JDBC-Triber. Wenn mit der Datenbank redet, haben wir halt einen Client, der da oben mit drin steckt und mit dem Broker redet. Wenn ihr jetzt so einen BPMN-Prozess habt, dann steckt ihr den, das zeige ich euch gleich, schon in eure zum Beispiel Java-Anwendung rein. Aber letztendlich wird der den dann darunter auf den Broker deployen und dort wird er letztendlich auch ausgeführt. Also der Broker macht diese ganze Abarbeitung. Jetzt gibt es ja hier so Sachen wie zum Beispiel so ein Service-Task. Also ich will hier irgendwas tun, Logik ausführen. Wie passiert das? Naja, habe ich dann letztendlich hier oben einen gewissen Code. Ich zeige euch das gleich, dann wird es eigentlich relativ easy. Ein bisschen Java-Code, das sich dann wirklich auf den Broker subscribt und sagt, du, ich kann hier B machen. Wenn du was hast, schick es mir rauf. Und dann wird das hier oben ausgeführt. Und dann sagt er, dem hier unten ist fertig, dann kann der im Modell wieder rechnen, wie es weitergeht. Also im Prinzip Workflow Engine. Jetzt gar nicht mal so krass anders als bisher, aber ein paar Dinge kommen auf späteren Folien, sind schon sehr. Okay? Easy? Cool. Java-Code gucken wir uns nicht auf Folien an, oder? So. Ich würde es euch einfach mal zeigen. Also jetzt müssen wir gleich mal gucken, ob ihr das lesen könnt. Sonst sagt mir Bescheid, Schriftart können wir hochdrehen. So, also was habe ich hier? Könnt ihr das noch lesen? Okay, cool. Nee? Soll ich es größer machen? Nee, okay. Wenn irgendjemand sagt größer, mache ich es größer. So. Also ich habe hier so meinen CB-Client, das habe ich gerade gesagt. Na, also das ist auch alles, was ich hier brauche. Jetzt habe ich hier ein einfaches Java-Projekt. Ich fange mal damit an und definiere mal einfach so ein BPMN-Prozessmodell. Wir haben so einen Modeler, den kennt ihr, wenn ihr Camunda benutzt. Dann gibt es eben den Camunda-Modeler, ist frei im Netz, könnt ihr euch einfach runterladen, könnt ihr auch gerne nehmen, um einfach nur so BPMN zu modellieren. Aber ihr könnt eben auch hergehen und damit für CB was modellieren. Und dann könnt ihr hier so gewisse Properties pflegen, die eben CB dann im Hintergrund noch liest. Wir nennen das Ding, soll man Hello World machen oder hat jemand eine gute Idee? Ich mache ein Hello World, es ist zu spät für gute Ideen. So. Hello World, so. Also das ist unser erster simpler Prozess, der ist ja ganz banal, ne? Und dann nenne ich das Ding auch noch Hello, so. Das Ding muss ich ausführbar machen, das ist BPMN, das muss man eben sagen, das kennen alle Camunda-Nutzer sowieso. So, jetzt muss ich hier noch irgendwo speichern, richtig. So, dahin will ich ihn gerne haben, Hello. Im Hintergrund übrigens BPMN, nur ein XML-File, nichts super Spannendes, also keine versteckten Tricks. So, jetzt sage ich auf diesem Service-Task hier mit Hello World, wer Camunda kennt, hier könnt ihr so eine Java-Klasse dranhängen, das könnt ihr nicht mehr, sondern ihr gebt im Prinzip so ein Topic-Name rein. Also stellt es euch vor wie eine Queue in einem Messaging-System, wo ich jetzt sagen kann, hey, ich brauche da jemanden, der kann eben Hello-World. So, da komme ich gleich drauf zurück.
So, und das war schon alles. Das ist mein Prozessmodell. Jetzt kann ich hergehen in meinem Java-Code und ich mache das jetzt wirklich mal vom Scratch. Wenn ihr wollt, könnt ihr nachher noch eine Spring-Integration sehen. Mal gucken. Was will ich jetzt machen? Ich will eigentlich deployen. Ich will dieses Prozessmodell jetzt mal dem Broker geben. Ah, den muss ich erstmal gleich starten, aber das machen wir gleich. So, wir machen jetzt hier mal cv-client-create. So, jetzt könntet ihr ihm sagen, wo liegt denn dieser Broker? Das ist mir aber im Moment einfach, liegt der auf localhost, das ist alles cool. Und dann nehme ich das Ding cv. So. Das war's schon. Jetzt habe ich eine Verbindung zum Broker und jetzt kann ich mit dem reden. Zum Beispiel kann ich sagen, Workflows deploy. Mit Topics, das besprechen wir gleich noch, falls ihr noch wollt. Im Moment nehmen wir es mal einfach so hin. Jetzt kann ich hier mein BPMN-Modell da reinpacken, from class path. Die größte Komplexität ist immer zu wissen, ob da jetzt ein Slash hinkommt oder nicht. Das ist das Schwierigste an dem ganzen Code. Ich glaube ohne. Und ich kann es mir echt nicht merken. Also doch, wenn es da liegt, kann ich ohne, oder? Class path? Java testfrei? Ja, ne? Ja, ich glaube auch. Aber ich kann es mir echt nicht merken, also das ist kein Witz. So. Und dann schließe ich die Verbindung wieder. Ne? So ein bisschen wie JDBC. Ich stehe auf, mach was, fertig. So, das kann ich schon mal tun. So. Das wird jetzt aber nicht funktionieren, weil ich keinen Broker am Laufen habe. Wie kriege ich so einen Broker ans Laufen? Naja, da gehe ich mal her, lade den mir wahrscheinlich vorher mal runter, das einfach auf CBIO. Was kriegt ihr dann? Dann kriegt ihr hier so ein ZIP, das könnt ihr anzippen und dann habt ihr diesen Broker. Das ist einfach hier so. Dann starte ich den. So, das war es eigentlich schon. Jetzt ist der da. Ne, also eigener Java-Prozess. Ja, Frage. Du kriegst den auch als Docker-Container, ja. Also du kannst auch einfach Docker run, cv slash whatever. Also genau, nee, gibt's auch. Ja, du meinst Raketentechnologie reden und dann ZIP runterladen. Ja, du kannst ihn als Docker-Container auch starten. Ich sollte es vielleicht tatsächlich machen. Stimmt, hast recht. So. Ich habe hier Docker tatsächlich gestoppt, weil ich mit dem Recording so ein paar Sachen auf dem Rechner dann. Aber ja, du hast recht, ich gebe dir recht. So, das ist der CV. So. Sieht schon mal cool aus, oder? Ich finde schön. So. Was kann ich jetzt machen? Jetzt kann ich hier meinen Java-Code mal laufen lassen. Und jetzt wird er dieses Prozessmodell auf CV deployen. Oder auch nicht. So. Deployment was rejected. Das ist schon mal eine schlechte Sache. Warum ist das so? Jetzt muss ich mal selber gucken. Oh. Was habe ich falsch gemacht? Hello World. Hello. Gibt es ja eigentlich nicht viel, oder? Das sollte eigentlich schon deployen. Es wäre jetzt auch schön, wenn er mir ein bisschen mehr dazu sagt. Also zum State, wir sind gerade in so einem Tech-Preview, also an der API basteln wir tatsächlich auch noch einiges. Das heißt, er sagt mir hier jetzt auch tatsächlich ein bisschen wenig. Ist schlecht, weil das Deployment, das bräuchten wir tatsächlich, um irgendwie weiterzumachen. warum rejected er das? Frage ans Publikum, hat jemand eine Idee? Ich kann mal Folgendes machen, ich kann mal die... Ja, aber solange ich mich nicht vertippt habe, ist das cool, Default Topic. Ja, doch, warte mal, könnte sein, dass ich meinen Broker leer gemacht habe und dann das Default Topic anlegen muss. Doch, dann erkläre ich euch, was das Default Topic ist, das ist gut. Also, wenn ihr irgendwas über CB wissen wollt, geht ihr hier auf CBIO, dann geht ihr hier auf Documentation oder hier auf Install. Internet. So, und gerade wenn ihr hier auf Install seid, dann sagt er euch auch hier so get started, bla bla bla, hier download, hier using Docker, ne, alles richtig schön, so wie es sein soll. bla bla. Und dann gibt es hier auch so ein get started, wo ist es? Hier, first contact. Wir machen Java, also gehen wir in die Java-Section. Und da sagt er mir auch, wie ich dann damit arbeite. Das ist ungefähr das, was ich hier gemacht habe. Und was ich nämlich machen muss, ich muss dieses Topic, wenn ich einen ganz leeren Broker habe, erstmal anlegen. Und wahrscheinlich habe ich den Broker vorhin nochmal leer gemacht, damit wir hier schön schnell starten können. Und dabei das Default Topic wieder weggehauen. Also das sollte dann auch irgendwann, na, hallo, einfügen, Zwischenablage. Also wie ihr seht, kämpft man eher mit den Basics, nicht mit der Raketentechnologie. So. Windows, manchmal geht es mir echt ein bisschen auf die Nerven.
Ja, eben. Deswegen bin ich ja weg vom PowerShell hier. Warum macht das jetzt nicht? Zivi, CD, Moment. So, wir sind gleich soweit, keine Sorge. Da. Also, was man sehen kann, das könnt ihr schlecht lesen, aber wir haben auch einen Command-Line-Client, mit dem ihr mit dem Broker reden könnt. Das ist auch cool, das macht man heute auch so. Und jetzt können wir wahrscheinlich auch deployen. So. Entschuldigung. So, besser. So, jetzt ist alles cool. So, jetzt sieht man natürlich erstmal nichts. Ne? Der Broker ist immer noch da. Okay, das ist cool, aber man sieht erstmal nichts. Was wir haben, und da muss ich euch jetzt eine Sache noch vorneweg erzählen. Was der Broker macht, er speichert, hier bin Data. Wir haben jetzt keine relationale Datenbank unten drunter. Das heißt, alles, was wir machen, wer kennt Event Sourcing als Begriff? Ein paar. Also was wir machen, ist einfach, wir zeichnen die Events auf, die wir brauchen, um in so einem Workflow weiterzulaufen. Und das ist einfach so ein Append-Only-Log, nennt sich das. Also Events sind unveränderbar. Also sowas ich will einen Workflow deployen, ich habe ihn deployed, ich will einen Workflow starten, er ist gestartet, sind Events. Und die speichern wir in einem stetigen Strom einfach hintereinander auf Platte. Und dadurch können wir jederzeit den Ist-Zustand rekonstruieren. So funktioniert im Prinzip Event Sourcing. Das hat ein ganz paar Vorteile. Da reden wir jetzt nicht so lange drüber, aber ungefähr daraus kommt auch diese ganze Skalierbarkeit, die wir eigentlich haben. So, das heißt jetzt aber an so ein, da könnte ich jetzt reingucken in diese Logs und dann sehe ich so einen Binärstream. Das ist relativ langweilig. Das heißt, wenn ich wirklich zum Beispiel auch Queries machen will, sowas wie, hey, was gibt es hier für Workflows deployed, was gibt es hier für Workflow-Instanzen, dann muss ich mir ein sogenanntes Read-Model aufbauen. Also ich muss mir erstmal aus diesem Log was rauslesen, um dann wirklich damit arbeiten zu können. Das müsst ihr natürlich nicht selber machen, sondern wir bauen und deswegen ist das einfach nochmal eine eigene Anwendung. Und in dem Fall ist das wirklich auch nur so ein Prototyp. Wir haben so einen Monitor, der zieht sich jetzt dieses ganze Event-Log ab vom Broker und baut sich dann intern so ein Read-Model auf, mit dem ich dann wirklich reden kann. Und in dem Fall macht er das sogar ganz platt über Hibernate und H2, also wirklich nur ein Wegwerfprototyp, aber mit dem kann man schon mal ein bisschen was tun. Also den habe ich ungefähr an einem Tag mal irgendwann gehackt, wie ich erst einmal zum Kunden musste mit CB, habe ich gesagt, hey Alter, ich brauch da was. Also das ist der Zustand. Wir bauen gerade ein echtes Operating Tool. Aber das heißt, ich kann hier jetzt schon mal hergehen und kann hier hoffentlich, so, genau, ganz billiges Teil, ich mache mal ein bisschen größer. Ich kann mich jetzt zu diesem Broker connecten und ich kann jetzt zum Beispiel erstmal übrigens dieses Log sehen. Also was ich gerade vorhin gesagt habe, ne, also ich habe jetzt irgendwie ein Event, dass ich eine Workflow createn möchte. Ne, da hing irgendwie dieses ganze BPMN XML, was ich ihm reingegeben habe, drin. Und dann hat er mir gesagt, er hat es created. Mehr ist in meinem Broker noch nicht passiert, aber dadurch weiß ich schon mal, hey, es gibt hier eine Workflow-Definition, ah, meine Hello. Cool. So. Okay? Gut. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Wenn ihr sagt, langweilig, dann sagt es mir auch. Ne? Also ich kenne das, ich muss das nicht nochmal machen. Was will ich als nächstes machen? Ich will mal eine Workflow-Instanz starten. Workflow. So, das mache ich jetzt wieder ganz billig. Hier auch CB-Client. Jetzt gehe ich halt hier auf Workflows. Jetzt deploy ich keinen, sondern jetzt erzeuge ich eine neue Instanz. Wenn ihr übrigens wieder dieses Default-Topic. So. Jetzt sage ich ihm, welche Prozess will ich denn hier starten? Das ist in dem Fall der Hello. Ne? Das, wo ist er? Da. Das ist das, was ich ihm hier gesagt habe. Hello-Prozess will ich starten. Jetzt könnte ich ihm Payload mitgeben. Das ist bei uns jetzt in CB einfach ein JSON. Also ich könnte ihm jetzt hier ein leeres JSON mitgeben. Ist auch erstmal okay. Und dann sage ich zum Beispiel, lauf mal los. Das kann ich jetzt mal machen. Das sollte auch wieder funktionieren. Genau. So, was hat sich jetzt verändert? Halt, wenn ich in meinen Monitor gucke, kann ich immer auf Instanzen gucken. Und sehe, oh, ich habe eine Instanz und die steht jetzt hier in Hello World. Ja, weil im Moment macht noch keiner diesen Service-Task für mich. Das heißt, das wäre jetzt eigentlich so der nächste Schritt. Einfach nur, um es zu beweisen, wenn ich das jetzt nochmal laufen lasse, hier oben, nochmal laufen lasse, so, dann habe ich hier eben zwei. Ja, soweit so klar. Das heißt, wie kann ich jetzt diesen Service hier ausführen? Wie kann ich tun, dass was passiert? Naja, das ist jetzt der dritte Schritt, eigentlich der interessanteste. Ich nenne das Ding mal Worker für den Moment. Da gehe ich jetzt her und mache es ein bisschen anders. Da sage ich ihm jetzt hier Tasks, weil ich Tasks verarbeiten können möchte. Und dann gibt es hier so eine New Task Subscription. Also ich könnte, ja, ich erkläre euch nicht alle Varianten. So.
Das reicht erstmal so. Eine Task Subscription, da muss ich ihm sagen, Task Type. Ne, das war das hier, was ich hier vorhin eingegeben habe. Hello-World. So, Hello World. Dann muss ich ihm sowas sagen wie, jetzt muss ich selber gucken, Log Owner, also wer bin ich eigentlich? Da kommen wir gleich noch zu, warum das wichtig ist. So. Mal so. Und dann muss ich sagen, wie lange ich dafür Zeit haben will. Also es kann ja sein, dass mein Prozess stirbt, bevor ich mich zurückmelde. Duration. Was macht man hier? Komm, der soll uns den mal 5 Minuten in die Hand geben. So, und dann kann ich einen Händler definieren, der dann ausgeführt wird, um diesen Code auch wirklich durchzuführen. Dann kommen wir machen so. Also man könnte es jetzt natürlich auch modern machen und so, aber ich finde immer das noch schöner. Das kapiert man wenigstens. Ja, man braucht ja einen Kontrast zu diesen ganzen neuen Sachen, muss man mal wieder so oldschool programmieren, oder? Das ist doch... Wahrscheinlich merkt es die Hälfte gar nicht, dass man es heutzutage eigentlich anders schreibt. So, und jetzt kann ich noch sowas machen wie sysout, Hello World, das war ja eigentlich unsere Idee. Und theoretisch könnte ich jetzt auch hier zum Beispiel mir von dem Task den Payload geben lassen oder so. Das nächste, was ich mache, ist, ich will, dass der Task direkt completed, weil ich sage, hey, ich bin fertig mit allem, was ich getan habe. Also wir sind gerade noch an der API am Diskutieren. Ich finde das noch nicht wirklich hübsch, aber ich denke, ihr versteht, was es tut. So, eine wichtige Sache hier an der Stelle. Ihr gebt jetzt hier einen Händler rein und habt dann eine Subscription und die mache ich jetzt auf. So, das heißt, was ihr jetzt eigentlich macht, ist wirklich, dieser Händler wird aufgerufen, wenn ihr einen Task bekommt. Und das ist auch ein Unterschied zu dem, wie wir heute arbeiten. Also das ist kein Polling. Also ich polle jetzt nicht ständig beim Broker, hast du was zu tun, hast du was zu tun, hast du was zu tun, sondern ich mache eine Verbindung auf. Ne? Wo ist das Bild? Ich mache diese Verbindung auf und der Broker weiß, wenn da ein Service-Task, wenn er da reinläuft, dann weiß er, welche Clients das gerade machen können und streamt die direkt rüber. Wir machen dabei sogar ein Batching, also wenn ihr dann wirklich diese 200.000 Trades die Sekunde rechnen wollt, dann machen wir da große Batches und schieben hier ganze Batches rüber. Und dann könnt ihr anfangen, da nicht nur einen solchen Client, sondern natürlich auch 10, 20, 100 solche Clients laufen zu lassen und dann werden die einfach verteilt, diese Aufgaben. Also das ist, will sagen, sehr, sehr effizient an der Stelle. Also es hört sich immer so ein bisschen so blöd an, so, ne, ich mache da eine Subscription und ich polle, aber das ist überhaupt kein Problem. Und das ist auch super schnell. Genau, deswegen auch so. Ne, und dann kann ich das Ding jetzt mal laufen lassen. So, ne, komm, run as Java. So. Ja, speichern wäre vielleicht gut. So, jetzt müsste er den Task auf jeden Fall verarbeiten, der da schon drin hing. Hatten wir nicht zwei? Will er den nicht? Das hier sollte ich nicht tun. Ich muss natürlich die Verbindung offen lassen. So, jetzt macht er den Stream auf und nicht gleich wieder zu und bleibt einfach in diesem Lauschen-Modus. Und wenn ich jetzt noch Sachen starte, dann werden die auch direkt verarbeitet. So, also ich starte hier was. Und das ist jetzt, also das habt ihr jetzt wahrscheinlich gesehen, aber jetzt hat er die Konsole gewechselt zu dem Worker und hat dieses Hello World. Ja, und das kann ich jetzt beliebig oft machen. Ne? Also ich starte nochmal ein, aber ich glaube, ihr habt das Prinzip schon verstanden. Und das kann ich mir hier wieder angucken. Also das heißt, ich habe hier jetzt einfach Workflows, die auch komplett durchgelaufen sind. Und sobald der Worker im Hintergrund aktiv ist, geht das auch von hier bis hier wirklich also Millisekunden wahrscheinlich noch nicht mal, ne? Dadurch, dass ich reinstreame. Nicht irgendwie langsamer. Okay, ist erstmal halbwegs. Habt ihr Fragen soweit? Ja. Ja. Aber das ist, ja, okay, also wenn ich wirklich, naja, im Prinzip ist das Problem eigentlich das Gleiche, was wir heute schon kennen. Ne? Also ich nehme mal an, ich ändere dieses Prozessmodell oder ich packe da einen neuen Knoten dran. Ist ja völlig egal, welche Änderung ich habe. So, dann deploy ich das neu.
Sobald ich das neu deploye, bekomme ich natürlich hier, halt hier, eine neue Version. So, also einfach, dass alle mal auf dem gleichen Stand sind. Warum bekomme ich hier keine neue Version? Hallo? Wahrscheinlich. Ja, eigentlich schon. Naja, an sich bekomme ich hier eine neue Version. So, können wir uns jetzt mal vorstellen. So. Was jetzt natürlich Sache ist, ist, dass dieser verknüpfte Code eventuell natürlich auch mitversioniert sein muss. Das Problem haben wir heute schon, auch in Carmona-Architektur. Und da hängt da vielleicht eine Java-Klasse dran, aber auch die muss ich im Zweifel versionieren. Das heißt, die Strategien, die da passieren, werden vermutlich sehr ähnliche sein. Also ganz so weit sind wir da noch nicht, dass ich jetzt die Praxiserfahrung so weit rausziehen könnte wie bei Carmona. Aber im Zweifel ja, entweder abwärtskompatible Worker haben oder Namenskonventionen mit reinfummeln oder im Worker eine Unterscheidung treffen. Also du kriegst ja Metadaten mit, du weißt, in welcher Version du läufst und könntest dann wieder delegieren. Also das hängt sogar ein bisschen davon ab. Das ist ja auch wieder ein interessant, auch eine Motivation übrigens, das System so zu bauen. Wir haben hier nicht nur Java-Clients, wir haben auch schon Go-Client und wir werden noch mehr Language-Clients haben. Ne? Und welche Strategien dann da clever sind, hängt ein bisschen auch wieder an der Programmiersprache und wie ich halt damit arbeiten will. Ja, potenziell. Also wir kommen gleich nochmal zu eine Folie, wo wir das vielleicht nochmal diskutieren können. Aber ja, also es hängt auch ein bisschen an der Änderung. Und für mich hängt das ein bisschen an der Ownership. Darüber sollte man dann vielleicht reden. Also wer bringt diese Änderung aus und in welchem Paket sozusagen, was gehört da zusammen? Das ist dann eigentlich die spannende Frage aus meiner Sicht. Okay, aber offensichtlich, dann habt ihr, entweder ist es euch egal oder ihr habt es verstanden. Okay, cool. Dann lasst mich eine Sache, genau, mit Spring geht das auch. Also ich habe danach einen Live-Code nochmal, da werden wir, glaube ich, nicht mehr im Detail reingucken, aber auf jeden Fall Codebeispiele auch wirklich schon mit Spring-Integration. Dann sieht das eher einfach so aus. Ne? Ihr sagt oben mal Enable, dann hat er den CB-Client da, könnt das über dieses Application-YAML zum Beispiel bei Spring Boot konfigurieren. Und dann habt ihr einfach einen Task-Listener, wo er hier sagt, welcher Typ, und dann bekommt ihr das da reingestreamt. Da müsst ihr dann nicht machen. Also diesen Boilerplate-Code, den ich jetzt geschrieben habe, ist dann komplett. Also das ist eigentlich genauso, wie ich auch Kafka-Messages oder Rabbit-Messages oder ähnliches da reinstreamen kann. Genau. So, jetzt gibt es eigentlich noch ein paar Sachen, die ich so nebenbei erwähnt habe, die super spannend sind. Also das eine ist, genau, wir haben noch einen Go-Client. Go war für uns einfach relativ naheliegend, da wir einen ganz paar Kunden in diese Richtung haben und dass da Kunden mit Go ganz viel diese Transaktionsprobleme als Use Case hatten, die ich vorhin mal beschrieben habe, weil die in dieser Welt eigentlich wenig haben und es gibt auch keine Workflow-Engine dort. Meine Vermutung ist, dass wir als nächstes sowas wie JavaScript dann machen, aber das ist im Moment noch gar nicht entschieden. Also für uns ist die Language Clients sind vergleichsweise simpel. Ja, das ist kein, da muss man nicht viel nachdenken, das muss man halt. Wir machen das Ganze per Streaming, das habe ich gesagt. Wir sprechen hier auch Binärprotokoll, also nicht REST oder so, auch wieder sehr, sehr effizient. Das ist eigentlich nur die Aussage. Ihr könnt dann da oben skalieren, das funktioniert eben auch. Und interessant oder wichtig dann eben auch hier unten den CB-Broker selber, den könnt ihr auch skalieren. Und das wirklich. Also einmal elastisch, also ihr könnt die Kisten rauf und runter fahren, ne? Ihr könnt dann, keine Ahnung, Kubernetes Autoscaling machen, wenn ihr Bock habt. Und ihr könnt auch wirklich horizontal skalieren. Das heißt ja einfach nur, dass wenn ich einen Knoten dazusetze, dass es schneller wird. Und zwar auf so einer Linie, ne? Also heute sind wir so bis zu 8 Knoten, typischerweise wird es schneller und dann irgendwann treten die sich auf der Datenbank auf die Füße und dann wird es eher wieder langsamer. Also, und das ist dann nicht mehr so. Es wird einfach immer, immer schneller. Und das funktioniert auf so Prinzipien, was ich vorhin meinte, diese Append-Only-Logs sind ein wichtiger Baustein und dann gibt es eben noch so ein paar andere Dinge, wo ich einfach sagen würde, sprecht mich nachher an, wenn die euch interessieren. Also das ist einfach verteilte Systeme. Wir bauen ein eigenes Cluster auf. Es gibt so ein Single-Writer-Principle. Also egal wie groß das Cluster ist, nur ein Thread im kompletten Cluster darf eine bestimmte Workflow-Instanz anfassen. Dadurch erhält man sich Konsistenzprobleme von alles. Wir machen Konsensus. Protokoll über so ein Raft-Protokoll. Das heißt eigentlich nur, dass die sich untereinander selber absprechen, wer jetzt für eine gewisse Workflows verantwortlich sind. Und dann auch quasi das wieder klären, wenn hier ein Broker wegfällt. Und dadurch mache ich auch eine Replikation der Daten. Also alle Daten liegen auf mindestens, je nachdem, wie ich das einstelle, 2 oder 3 anderen Knoten nochmal. Sodass selbst wenn einer ausfällt, immer ich keine Daten. Das macht das System alles selber.
Das ist jetzt auch nicht so unique oder neu, ne? Also das ist so ähnlich wie, wie sowas wie Apache Kafka arbeitet oder auch Cassandra arbeitet. Also viele dieser verteilten Systeme machen solche Geschichten. Aber dadurch erreiche ich einfach diese Skalierung. Okay? Das fragt mich gerne nachher. Also da könnte ich jetzt auch noch mal eine Stunde drüber reden. Das finde ich gerade so super spannend, aber es ist so eine ganz eigene Welt. Im Prinzip kann sie euch auch ein Stück weit egal sein, wenn die Hersteller da sauber arbeiten. Was dann vielleicht schon wieder interessant ist, aber jetzt gehe ich so ein bisschen schneller drüber, also das eher nur so am Rande erzählt. Ich will noch was anderes eigentlich erzählen. Wir haben auch, wenn ihr BPMN nicht machen wollt, dieses grafische Modell, dann könnt ihr uns auch ein YAML geben. Also das ist einfach so, könnt ihr auch so einen Workflow definieren. Also dann gibt es einfach verschiedene Tasks in dieser Reihenfolge oder eben hier so mit Springen irgendwo hin. So, bitte? Naja, wir haben so eine, ja, wir haben so ein, auf irgendeinem GitHub gibt es so ein, naja, im Prinzip so einen Prototypen, der auch YAML in Camunda übersetzt. Aber wir haben es bisher nicht wahnsinnig weiterverfolgt, wobei auch das Ding intern einfach nur BPMN erzeugt. Also es wäre kein Problem, das für Camunda zu machen. Wir haben in Camunda dann nochmal den Vorteil, dass ich eine Java-DSL habe. Dadurch ist aktuell, und da die meisten Projekte sehr Java-lastig sind, ist das meistens ausreichend. Aber ich finde es eine interessante Richtung. Warum? Das war für mich ein Schlüsselerlebnis, habe mit einem dieser Internet-Giganten einfach eine Telco gehabt mit dem Mensch, der dort für Workflow verantwortlich war und auch mit ihm über Siebi gesprochen. Er fand das alles cool und dann hat er irgendwann gemeint, hey, aber BPMN, das ist doch XML. XML ist so eine Legacy-Technologie. Kann ich meinen Entwicklern nicht geben. Die hauen mir das um die Ohren, das nehmen die nicht. Ne? Also das ist ja eigentlich ein total abstruses Argument. Ich meine, das sind Textdateien, ist scheißegal, wie das aussieht. Aber ist es eben dann doch nicht. Das heißt, was machen die? Ne, die machen JSON und Graph, ne, sowas macht man, um cool zu sein, oder eben YAML. Aber das Krasse ist, das ist ja nicht die Komplexität. Also dann bauen wir eben ein YAML, deswegen machen wir das auch. Vielleicht machen wir es auch wirklich nur für Camunda. Das ist keine Komplexität, das in BPMN zu übersetzen, dann auszuführen, wenn das dann die Akzeptanz beim Entwickler wiederholt. Ja, ich weiß. Also wie gesagt, bei Camunda kommen wir momentan über die Java DSL relativ raus aus der Nummer. Dann schreibst du kannst alles in Java DSL schreiben und dann hast du die Probleme nicht. Aber ja, also wir brauchen das auch gar nicht diskutieren. Ich finde es sinnvoll, dass wir es haben. Was du aber auf der anderen Seite schon, was ich wichtig finde, ist, dass das, wie gesagt, im Hintergrund zu BPMN übersetzt. Und jetzt finde ich BPMN nicht nur deswegen cool, weil wir ein Buch dazu geschrieben haben, sondern weil das eine sehr mächtige Sprache ist. Also die kann sehr viel Konstrukte ausdrücken, auch ausführbar, sowas wie Compensation, was wir vorhin gesehen haben, mit Scopes, mit Error Handling, da ist viel Gedanken reingeflossen, die sehr mächtig sind, die sehr cool sind. Noch dazu ist es sehr verbreitet, ISO-Standard, sehr bekannt und leicht verständlich. Auch die grafischen Modelle kann auch mal einen Fachbereich noch lesen, ne? Die kann auch ein Techie lesen, die kann auch ein Operations lesen. Also die können wirklich alle lesen und im Fachbereich komme ich halt nicht mehr unbedingt damit um die Ecke. Findet das nicht mit. Deswegen halte ich BPMN für super, super spannend. Und ich finde das auch nicht cool, dass momentan, es gibt ja noch so ein paar andere Tools, die auch in solche Richtungen gerade sich bewegen. Also das ist jetzt Step Functions, also Amazon, AWS. Da sehen solche Workflows so aus. Die werden in JSON definiert und dann sehen die so aus. Das ist das gleiche in BPMN. Oder noch besser, Compensation. Also das typische Beispiel, was es gibt. So, ich will hier Auto, Hotel und Flug. Und wenn der Flug nicht geht, dann muss ich die kompensieren. Ne? So sieht es im BPMN aus, so in Step Functions. Und wenn ich jetzt hier nochmal eine Verzweigung reinbaue, wird es da richtig hässlich. Und ich kenne bei diesen Sprachen, ich meine, ich mache das schon irgendwie 15 Jahre. Ich kenne auch Workflow Engines, sowas wie JBPM früher. Die hatten auch so sehr simple Sprachen. Und man ist an Grenzen gestoßen, zum Beispiel bei Fehlerbehandlungen, die echt nicht schön sind. Und das wird hier genau wieder passieren. Also man kann sich ja beliebig komplexe Sachen ausdenken. Das ist ein Beispiel, das baue ich gerade mit einem Kollegen mal in verschiedenen Sprachen nach. Zum Beispiel, Servus, hier auf Amazon Step Functions oder wir bauen das auch mal mit Netflix Conductor oder mit Uber Cadence, so diesen verschiedenen Tools in der Liga, wie wir mit Zibi gerade spielen, bauen wir das mal nach. Und das ist echt interessant, krass schwierig das ist in manchen Sprachen. Also von dem her, von mir aus, wenn das sein muss, gerne als YAML definieren, wobei das hier schon auch ganz schön abgefahren schwierig wird. Wir machen dann sogar ein Auto-Layout, was halbwegs okay ist, also damit kommt man schon klar. Aber eben nicht
bitte in sowas. Also ich halte davon nicht wahnsinnig viel und das wird auch wirklich schwierig. Nur das ist jetzt Netflix. Kontakte. Das ist Jason. Wenn euch das übrigens interessiert, da will ich jetzt gar nicht so arg euch mit langweilen. Also ist ja eh eigentlich nicht interessant, die anderen Tools zu nehmen. Aber das ist mal so dieser Überblick, nur ganz schnell. Also wir sind die Einzigen, die BPMN machen. Ich halte das tatsächlich für einen wichtigen Punkt. Alle anderen machen was Proprietäres. Jeder denkt sich was neu aus. Viele finden das Rad gerade neu. Und ansonsten, was vielleicht auch noch interessant ist, sowas, ne, also hier, wenn ihr zum Beispiel Uber machen wollt, müsst ihr wirklich nur Go und Cassandra. Das ist schon sehr Uber-Style. Ne? Oder bei Netflix müsst ihr Dynamite einsetzen. Also ihr seid einfach in deren Universum gefangen und ihr wisst auch nicht, ob die da morgen irgendwie noch was weiter. Also von dem her ist die Entscheidung eigentlich total leicht, was ihr da machen sollt. Nein, aber ich gucke mir das gerade an, ne? Und jetzt, was gerade passiert, ist auch bei AWS oder den anderen Cloud-Providern, dadurch, dass so viel Function as a Service, Serverless, kommt, haben die sehr, sehr kleinteilige Geschichten, Funktionen, die sie jetzt natürlich auch orchestrieren müssen. Das heißt, die bewegen sich alle gerade in so eine Richtung, dass sie anfangen, so Orchestration-Tools zu haben. Also da ist Bewegung drin, das ist eigentlich gerade ziemlich spannend. Naja, aber genau, ich bin natürlich BPMN-Fan. So, nee, das lassen wir jetzt weg. Ich will euch eigentlich nochmal Hallo Code zeigen. Genau, und dann kann man BPMN übrigens auch für Operations benutzen. Also ich habe nur diesen Simple Monitor, aber wir haben ja in der jetzigen Camunda schon sehr, sehr weitreichende Möglichkeiten, sowas zu visualisieren. Und wir werden das prinzipiell auch in die CB-Welt wieder reinkriegen. So, genau. So, das ist der einfache Teil. So, jetzt Zwischenfrage. Wir sind an einem Tipping Point, wo wir sagen könnten, hey, lass mal, da drüben steht Bier, das wird immer wärmer, ich habe keine Lust mehr. Oder ich könnte noch so 10 Minuten euch was zeigen. Wir machen mal eine ganz demokratische Umfrage. Wer will jetzt Bier trinken und aufhören? Man kann sich trauen. Wer will noch weitermachen? Muss ja die Gegenprobe. Okay. Will irgendjemand ein Bier holen und dann weitermachen? Können wir auch. Okay, wir probieren es mal so. Okay, also dann, super, machen wir noch eine Sache. Architektur, finde ich eigentlich noch ziemlich spannend. Das geht so ein bisschen auch wieder vielleicht in deine Fragenrichtung. Also im Moment, ich hatte das ja so ganz einfach aufgemalt. Ne? Ich habe einen Broker hochgefahren und eine Client-Anwendung laufen. Vielleicht habe ich das ja sogar so. Ne? Vielleicht baue ich meinen Monolithen. Super, kann ich tun. Jetzt hatten wir aber diese Microservice-Architektur vorhin mal aufgemalt, ne? Mit diesen verschiedenen Services. Und ich hatte so schön gesagt, naja, jetzt laufen die ja in diesen Services. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was bedeutet denn das? Das heißt, ich habe genau diesen Order-Prozess, den ich da drin habe. Ich habe quasi 2 Demos gebaut. Ja, und beide sind auf GitHub, könnt ihr euch beide angucken. Ja, die haben beide den gleichen Workflow. Das ist ein Order-Service, ja, und so ein paar andere Service, Checkout, Payment, Inventory, Shipment. Und die haben Sibi da drin. So. Jetzt ist das Bild ja irgendwie so ziemlich gleich. Wo ist der Unterschied? Ich habe auf der einen Seite mal gesagt, hey, ich sehe Sibi als Workflow Engine wirklich als quasi als Teil, als Implementierungsdetail des Service. Nach außen überhaupt nicht sichtbar. Also, dass dieser Order Service Sibi intern benutzt, hat das Team so entschieden, weiß ich aber von außen gar nicht. Ja? Versus, ich habe gesagt, nee, ich nehme Sibi als ein Stück Infrastruktur wahr sozusagen und stelle es mal dahin und sage, das ist erstmal auch über meinen Service hinaus sichtbar. Wo ist der große Unterschied? Naja, auf der einen Seite würde ich jetzt sagen, ich baue so ganz klassisch meine Architektur auf und das ist jetzt auch erstmal der Weg, den ich intuitiv gehen würde und ich halte ihn auch für gut und richtig. Das hängt ja an vielen Faktoren, wie immer, ne? Berater wissen das, kommt drauf an. Aber da hätte ich einfach dann zu sagen, ich hätte zum Beispiel Kafka, also ich habe es mit Kafka gebaut, Apache Kafka, aber das könnte auch ein Rabbit sein oder ich könnte da per REST kommunizieren, das ist eigentlich völlig egal, aber das macht der Service, der kommuniziert mit seiner Umwelt und nimmt dann eben intern als Workflow Engine Sibi. So habe ich das Beispiel übrigens auch mit Camunda. Also mit Camunda, da steckt dann in dem Fall über Spring Boot Camunda hier oben sogar noch. Hier drüben könnte ich aber auch hergehen und könnte sagen, naja, nee, ich will gar nicht Kafka haben als Kommunikationsplattform oder Messaging, sondern ich nehme Sibi auch als Kommunikationsmittel zwischen den Dingern. Und da habe ich Copy and Paste falsch gemacht. Das soll nicht heißen, dass Sibi hier im Nichts ankommt. Das könnte schon auch mit allen 4 kommunizieren. Genau. Das hat Auswirkungen auf wer in meinem System jetzt was wissen muss. Also nehmen wir mal hier oben, ne? Jetzt würde ich ja diese Händler, diese Worker, die ich da geschrieben habe,
würden hier oben alle in dieser Anwendung drin liegen. Ne? Also der würde sagen, hey, ich kann Payment machen, was heißt das? Naja, ich schicke eine Message an Kafka, damit Kafka was an Payment schickt, damit Payment was macht. Payment sagt über Kafka, ich habe es gemacht, der ruft das ab und sagt dann hier oben, es gibt Bug. Ne? Wer weiß von Sibi? Nur der hier oben. Der Rest ist alles Kafka. Alle müssen natürlich mit Kafka sprechen oder mit Rapid. Wie habe ich es hier drüben gemacht? Hier drüben habe ich einfach gesagt, naja, es gibt diesen Broker, dann gibt es hier oben natürlich meinen Order Service, der startet diesen Workflow zum Beispiel und der sagt dann Retrieve Payment. Aber wer macht der nicht? Weil der Broker weiß dann, hey, hier ist Retrieve Payment zu machen. Und dann sagt der Payment Service, oh, ich habe übrigens einen Händler, ich weiß, dass wenn Retrieve Payment, das mache ich. Und dann hat er auch diesen Händler, diesen Worker Code, um das zu machen und sagt dann Bescheid, das ist weiter. Beides erstmal valide Ansätze. Ne? Ich will jetzt auch gar nicht über richtig oder falsch oder gut oder schlecht diskutieren. Das ist erstmal beides Ansätze mit Vor- und Nachteilen. Was wir erleben, ist, das ist eigentlich das, was ich normalerweise als Architektur-Blueprint malen würde an einem Whiteboard, was ich auch für sinnvoll halte. Was ich erlebe bei vielen Kunden, auch heute schon mit Camunda, ist, dass sie gerade sowas wie Messaging nicht so wirklich unter Kontrolle haben, dass oft das Operating-Tool nicht so wirklich gut ist. Dann gibt es Dead Messages, dann weiß man nicht, wo die herkamen, dann kann ich in den Payload nicht reingucken, kann ihn nicht ändern, kann ich so leicht neu schicken. Also es gibt schon viele Probleme mit diesen Tools, die auch heute schon Kunden dazu motivieren, quasi eine Camunda so zu benutzen und dann per REST API genau das zu machen, was ich dahin gemalt habe. Also von dem her weiß ich, dass es geht. Es hat einfach seine Vor- und Nachteile. So. Wollt ihr mal sehen? Schon, oder? So, jetzt gucken wir mal. Ich zeige euch mal, spaßeshalber, weil es auch viel schneller geht zum Hochfahren, die rechte Variante zuerst. Und dann gucken wir mal noch in den Code der Linken. Also, was habe ich hier gemacht, um es zum Laufen zu kriegen? Mein Broker läuft im Hintergrund. Ne? So, jetzt habe ich hier so ein paar Services, die, wie gesagt, auf GitHub könnt ihr euch den Code mal angucken. Dann habe ich hier zum Beispiel meinen Checkout-Service. Das ist mein Checkout-Service. Alles in Spring Boot gebaut übrigens, aber das spielt hier gerade eine wahnsinnig große Rolle. Also meine Checkout-Application, die kann ich mal hochfahren. Hallo? Hochfahren? Clips? Deswegen habe ich Docker gestoppt. So. Das ist dieses Recording, das zieht echt ganz schön CPU. So. Also, jetzt fährt er diese Checkout-Komponente hoch. Was macht die? Naja, da kann ich gleich mal einen Button drücken, meinen Dash-Button, ne, ihr erinnert euch. Und was wird er dann tun? Naja, der wird in dem Fall, na, also jetzt seht ihr hier die Spring-Integration in Action. Ich sage einfach, ich will hier Sibi haben, dann Auto-Wired Sibi-Client, das war's. Und jetzt starte ich hier diesen Workflow. Warum? Na, den Code kennt ihr von vorhin, hoffe ich noch halbwegs. Naja, weil jetzt eigentlich dieser Checkout-Service sozusagen wie hier vorne diese Nachricht schickt, dass es jetzt losgeht. Was wir in Sibi Stand heute, das ist einfach dem aktuellen Stand geschuldet, noch nicht können, ist BPMN-Nachrichten. Die haben eigentlich auch so Nachrichtensymbol mit dem Nachrichtennamen, dass man einfach eine Nachricht da rein korrelieren könnte und der Broker weiß selber, ah, da muss ich eine Workflow-Engine starten. Das wäre eigentlich der richtige Code, aber das können wir noch nicht, das bringen wir ihm gerade bei. So, das ist es eigentlich schon. Ne? Also der Rest ist einfach nur ein bisschen Code, um diese großartige UI hinzubekommen, die ich hier gebaut habe. Moment, ich zeige sie euch. Ich habe eine ganz großartige UI gebaut, diese hier. Ja, ich sehe die Ehrfurcht. So, genau, weil da kann ich klicken. So, und was wird er jetzt tun? Jetzt wird er eine Message an Sibi schicken. Nee, jetzt wird er eine Fehlermeldung bringen, weil ich diesen Prozess noch gar nicht deployed habe. Aha, macht aber nichts. Da ist sie schon. Nämlich, was muss ich noch machen? Naja, ich muss jetzt mir meinen Order-Service noch hochfahren. Der Order-Service, das ist jetzt einer, der bringt jetzt diesen Order-Prozess eben auch mit. Ne? Also über den wir gerade geredet haben, diese Orchestrierung. Weil, das meinte ich vorhin, der ist jetzt von der Ownership auch für diesen Prozess verantwortlich. Halt nicht mehr für diese Workhändler, die sind woanders. Das heißt, in diesem Szenario muss ich mir über solche Datenmapping- und Versionsgeschichten relativ viel Platte machen. Da muss ich es gut machen. Jetzt kriege ich schnell ein Problem. Und das Erste, was er macht zum Beispiel, ist, die Order, die er da bekommt, überhaupt mal zu persistieren, weil das ist seine, die will er erstmal irgendwie in seiner Welt persistieren. Und das macht er hier einfach über einen eigenen Adapter. Na, also immer wenn er so einen Safe Order kriegt, dann
dann lädt er die Daten rein, das ist jetzt mal egal, also er mappt jetzt gerade JSON in ein Java-Objekt, dann persistiert er das mit JPA, vielleicht ist es so oder vielleicht nicht, und dann sagt er, er hat es gemacht. Also das ist jetzt eine relativ triviale Geschichte. Mehr macht er erstmal nicht. Ja, also wir fahren den mal auch mal hoch. So. Tüdelülü. Genau, der sollte jetzt da sein. Und jetzt sieht das hier auch anders aus. Jetzt kann ich diesen Button auch klicken. Jetzt hat er diese Order entgegengenommen. Der hat jetzt auch diesen ersten Task-Handler schon ausgeführt. Das heißt, ich kann jetzt mal in meinen, wo ist er, meinen Monitor reinschauen. Ne? Also Workflow-Definitions kam inzwischen auch dieser Order-Prozess dazu, weil ich eben den Order-Service hochgefahren habe. Und ich kann mir eine Workflow-Instanz angucken, dass er eben bis hierhin gelaufen ist. So, und jetzt liegt quasi die Message, wenn ihr es euch so vorstellt, in der Queue für Payment. Payment habe ich noch nicht hochgefahren. Payment fahre ich jetzt hoch. Payment ist übrigens noch simpler. Payment ist wirklich einfach. Moment, hier unten. Also dadurch, dass ich es ja nicht ausimplementiert habe, den komplizierten Teil muss ich ja nicht machen. Ein schöner Aspekt meines Jobs. Habe ich hier einfach gesagt, ne, Spring-Komponente, CB-Listener, ich kann Retrieve-Payment machen, das ist, so lange brauche ich Zeit. Dann kriege ich hier Daten rein, die mappe ich mir, die lese ich aus dem JSON. Dann mache ich irgendwas, zum Beispiel ein System-Out-Print-Line, macht immer Sinn, und dann bin ich fertig. Also das war's, ne? Also mehr Code ist das auch nicht. Dieser Payment-Input, das nehme ich einfach nur, um mein JSON schneller lesen zu können. Und dann gibt es noch die Klasse, die das startet. Mehr Code ist in diesem ganzen Ding nicht drin. Und dann kann ich das schon hochfahren und dann wird er jetzt auch eben gleich das Payment verarbeiten. Also, da ist er und jetzt sollte er eigentlich auch das erste Payment fahren. Hat er gemacht. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe, ist er eben weitergelaufen. Und so würde das jetzt natürlich mit den anderen Services auch funktionieren. Ich denke, das glaubt ihr. Ich kann ja nochmal ein Konsole, wie ich hierhin wollte ich. Also wenn ich jetzt nochmal einen starte, dann geht das natürlich gleich bis Retrieve Payment durch und so weiter. Ne? Also ich glaube, ihr seht, worauf ich hinaus will. Jetzt habe ich halt ein paar von den Dingen gestartet. Das ist die eine Variante. Also so könnt ihr das prinzipiell einbauen. Wie gesagt, ich halte es nicht mal für unsinnig. Die andere Variante hier drüben wäre dann, wenn ich wirklich jetzt Kafka unten drunter lege, ja, und das nur als interne Workflow-Engine benutze, dann sieht es ein bisschen anders aus. Ich würde es euch jetzt nicht mehr live zeigen, weil ich dann auch erstmal Kafka hochfahren muss und ein, zwei andere Sachen, außer ihr wollt unbedingt, also es dauert halt einfach 2 Minuten. Ich bin ja so ein hektischer Mensch, dann stört mich das immer, 2 Minuten zu warten. Aber dann sieht es einfach so aus. Dann habe ich ein Projekt mit meiner Order. Also da steckt wieder ein Prozessmodell drin. So. Und da gibt es jetzt einfach Code auf der einen Seite ganz viel für Kafka. Also das ist jetzt, ich benutze hier Spring Cloud Streams, um mit Kafka zu kommunizieren. Also ich sage ihm hier, das sieht jetzt wie gesagt so ähnlich aus wie auch bei Sibi vorhin schon. Ich sage ihm hier, ich lausche auf meinen Stream, in dem Fall habe ich den mit Kafka verknüpft, und wenn da eine Message reinkommt, die einen Typ von Order Placed Event hat, ne, jemand hat vorne eine Bestellung abgesetzt, dann rufe ich diesen Code auf, der macht ja wieder Datenmapping, also JSON-Datenmapping, da sollte man sich eh dran gewöhnen, dann persistiert er die Order, das hatten wir von vorhin, und dann startet er hier drin diesen Workflow. Also das ist der große Unterschied, das passiert in diesem einem Order-Service. Außerhalb von diesem Order-Service weiß niemand was vom Team. Und was macht dann der? Naja, der ruft als erstes, wird ja dann wieder Payment gemacht, das heißt, dieser Payment-Adapter wird aufgerufen. Der Payment-Adapter steckt jetzt aber im Order-Service, nicht im Payment-Service, im Order-Service und macht eigentlich nur wieder ein bisschen Datenmapping und schickt jetzt eine Message über Kafka raus, die dann vom Payment-Service wirklich verarbeitet. So, der Rest ist eigentlich immer jetzt gleich. Ich könnte auch sowas übrigens auch ein Stück generischen Code machen. Also klar, ich mache das immer so, um es zu zeigen. Und dann ist das auch, also das ist auch komplett lauffähig. Ihr könnt das auch machen. Und dann könnt ihr übrigens, habe ich eine Implementierung für Camunda oder für Sibi. Das ist ja dann völlig egal. Ne? Also in der linken Welt, boah, in der linken Welt, kann ich hier unten jetzt eine ganz andere Engine verwenden. In der rechten Welt macht das nicht ganz so viel Sinn, könnte ich auch. Naja, vielleicht war das jetzt auch was zu viel, zu krass.
Konntet ihr mir folgen? Oh ja, cool. Das ist gut. Genau. Wo stehen wir eigentlich mit diesem ganzen Projekt? Wir sind momentan, ihr habt es gesehen, 070. Wir nennen das ein Tech-Preview. Wir arbeiten momentan ganz stark auf einen Production-Ready-State hin, was für uns auch bedeutet, wir sind ja Open-Source-Produkthersteller, also dass wir es wirklich supporten. Also Stand heute supporten wir es nicht. Wir haben Kunden, die entwickeln da drauf. Wenn sie wollen, können sie das auch produktiv setzen. Ich würde es nicht unbedingt machen, aber wir supporten es vor allem nicht. Aber wir werden es dann supporten. Das aktuelle Target ist Ende des Jahres, da zu sein. Wir fokussieren uns momentan auch ganz stark auf diese Interna, diese ganzen Broker-Sachen, dieses High-Volume, ne, diese Low-Latency. Da sind ein paar so Grundsatzsachen, die man mal geklärt haben muss und mal richtig hingekriegt haben muss. Und wenn wir die haben, dann werden wir anfangen, auch Features weiter einzubauen. Also BPMN-seitig kann der noch gar nicht so viel, wie ihr heute auf den Folien gesehen habt. Das bringen wir jetzt dann nach und nach bei. Von dem her sind wir aber auch immer super interessiert an Feedback. Also wenn ihr irgendwie Use Cases habt in diesem Bereich, ne, Low Latency, High Frequency oder keine relationale Datenbank, das sind eigentlich die zwei Haupttreiber, dann sprecht uns einfach an. Und wenn ihr dann sagt, hey, ich will genau das mit Zivi machen, das passt wie auf Eimer, dann, aber ich brauche dieses PPMN-Element, dann redet mit uns. Genau das interessiert uns momentan extrem stark. Da sind wir in diesem Feedback-Schleife. Und da hören wir auch sehr extrem gut zu. So, jetzt kommt nochmal ganz kurze Entspannung zum Schluss. Da muss man eigentlich jetzt nicht mehr groß mit denken. Jetzt habe ich ja vorhin über Performance geredet, diese 181 Prozessinstanzen, die ich darauf habe laufen lassen. Ihr erinnert euch. Wie sieht denn das jetzt mit Zivi aus? Du erzählst die ganze Zeit so geil. Wie geil ist es denn? Das ist die Zahl wieder auf diesem Notebook. Das da unten war die Kurve von vorhin, diese 181. Und wir sind jetzt hier. Das sind 23.400 waren es halt in dem Fall Events pro Sekunde, die ihr schreibt. Dadurch, dass wir, habt ihr vorhin gesehen, sowas wie Workflow Instance, also Create und Created, also wir brauchen ein paar Events, um so eine Workflow Instanz zu starten. Das heißt, sinnvollerweise teilt man das durch 4 und dann kommt man ungefähr dahin, wie viele Workflow Instanzen pro Sekunde wir starten können. Das ist die Zahl auf diesem Notebook. Jetzt habe ich so ein Windows 10 da drauf. Da werde ich ja eh mal ausgelacht von den Kollegen. Windows ist tatsächlich nicht sonderlich gut, was das Festplattenhandling angeht. Also wovon wir leben, wie macht es schnell, ist, dass wir auch auf der Festplatte sehr stark batchen. Also wir schreiben einfach große Blöcke auf die Festplatte. SSD-Festplatten, moderne Hardware, ist eigentlich sehr gut da drin, Blöcke aneinander zu reihen auf die Festplatte. Und das kann man ausnutzen, aber leider nicht unter Windows. Nicht richtig gut. Das heißt, wenn ihr das auf eine Linux-Kiste bringt oder Unix oder Mac, ist eigentlich alles außer Windows, dann sieht diese Zahl nochmal anders aus. Also das war jetzt in dem Fall Daniels Notebook, der hat das gleiche Modell, aber eben alles auf Linux und der kam auf ungefähr 213.000 Events die Sekunde, also ungefähr 35.000 Prozessinstanzen die Sekunde, die ihr starten könnt. Und das ist schon ordentlich Holz dafür, dass es ein Consumer-Notebook ist, ne? Also kein Server, keine echte Hardware, nichts hochgezüchtet ist. Das ist übrigens auch das interessant, wir haben einfach mal einen zweiten Lauf gemacht mit Kafka, Apache Kafka. Das ist die Kafka-Kurve und man sieht ja die große Volatilität der Kurve. Ne? Und dieser Rechner macht alle möglichen Sachen gleichzeitig, die er nicht machen sollte. Also die Zahl ist überhaupt nicht vergleichbar. Man sieht, dass wir in einer ähnlichen Region unterwegs sind. Das ist eigentlich das Interessante und das ist für uns momentan auch der Benchmark, dass wir in eine ähnliche Region kommen von der Performance, weil dann haben wir ein paar Grundsatzsachen im Design offensichtlich richtig gemacht und wir haben auch ein, zwei Use Cases mit Kunden gerade, wo wir wirklich alle Kafka-Events rüber zu Sie pumpen und es funktioniert. Also wenn ihr euch dann vorstellt, ne, diese 35.000, jetzt nehmt ihr noch eine anständige Hardware, dann seid ihr auch schnell bei 100 oder ein bisschen was, dann könnt ihr eben auch diese 200.000 Plates die Sekunde relativ problemlos rechnen. Genau, also von dem her ist das cool. Jetzt fragen dann immer auch gerne mal Leute, oh ja, das ist geil, will ich auch haben, soll ich jetzt aber, ihr habt doch so eine coole Engine, so diese Camona Engine, soll ich die wegwerfen, wie ist das? Also im Moment ist das tatsächlich, glaube ich, für echt wenige unserer Kunden interessant. Also von dem her ist es viel für euch vielleicht auch so ein Ausblick heute mal, so ein bisschen ein Impuls. Also wir hatten ein Meetup letztes Jahr in Berlin, wo auch 200 Leute angemeldet und so, ja genau, das ist tatsächlich Berlin. Und da hat Zalando erzählt, was sie machen und wie sie es machen. Also sie benutzen die aktuelle Camunda Engine und lassen weltweit jede Order läuft darüber. Also jede Bestellung, die ihr bei Zalando auslöst, läuft über die Camunda Engine. Und die haben das gemessen und haben ausgerechnet, dass sie auch mit dem prognostizierten Wachstum von Zalando die nächsten 15 Jahre mit dieser Engine arbeiten können. So, und was machen die? Naja, die machen noch so ein Sharding,
Nicht genau so, aber so stelle ich es mir in meinem Kopf immer vor. Ein bisschen komplizierter ist es schon. Ne? Kunden von A bis F laufen halt auf dem Cluster, andere Kunden auf dem. Ne? Da unten läuft bei denen eine Postgre und die ziehen es noch ein bisschen auseinander. Aber man kommt weiter mit, will ich damit sagen. Und ich glaube auch, ne, ich habe mal irgendwann diese Statistik rausgesucht, fand ich auch sehr spannend. Also weil vor ein paar Jahren hat ja jeder dann irgendwie NoSQL, dann hieß es schon SQL-Datenbank, auch kein Schwein mehr. Das ist die aktuelle Usage. Statistik, also Oktober 2017, relativ aktuell. Die erste NoSQL-Datenbank ist Mongo hier drin. Und dann habe ich mir mal den Scherz gemacht und habe mir darauf mal wirklich die Entwicklung über die Zeit angeguckt, Usage dieser Datenbank. Und jetzt muss man sehen, dass das eine logarithmische Skala ist, die das Ganze ja nochmal sehr, sehr entzerrt. Also das sieht für Mongo hier deutlich netter aus, als es ist. Also im Vergleich zu Oracle ist dieser Einsatz super, super gering. Also die Datenbanken sind immer noch da, relationalen, und ich glaube, die werden auch die nächsten 30, 40 Jahre noch da sein. Und ich glaube, ich sehe es so ähnlich auch mit dieser Geschichte. Also Stand heute können wir 99,9% aller Use Cases mit der aktuellen Engine super abfrühstücken. Wir kommen sehr, sehr weit damit und wir haben die auch noch ein paar Schrauben gedreht, dass sie richtig gut ist. Sibi ist für uns so ein bisschen die Zukunftstechnologie. Also wenn man wirklich darüber hinausgeht, also wirklich horizontal skalieren, keine relationale Datenbank, Geoverteilung, Low Latency, High Frequency, ja, das sind so diese ganzen Geschichten. Vielleicht auch tatsächlich Polyglot könnte noch ein Thema werden, wenn man mal Golang können wir jetzt schon, JavaScript werden wir können, das heißt in diesen Sprachen wird es vielleicht sogar einfacher sein, mit Sibi zu entwickeln als mit Camunda. Aber im Moment ist es einfach Camunda. Das, ja, und andere Tools habe ich gar nicht draufgeschrieben, die braucht ihr ja gar nicht mehr angucken. Genau, so, dann habt ihr durchgehalten. Das ist interessant. Ihr wart tatsächlich ein Stück Versuchskaninchen. Ich hab vorher gewusst, dass es sehr viel Holz ist. Ich frage euch nachher mal so den einen oder anderen, ob es zu krass war. Das interessiert mich nämlich wirklich. Am Meetups kann man ja sowas machen, da kann man mal ein bisschen testen. Ich hoffe, es war halbwegs interessant. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ. Guckt es euch gerne an. Ich habe hier auch noch mal so ein paar Links. Also ich werde die Slides online stellen auf meinen Slideshare-Account. Auf dem Blog schreibe ich immer ein bisschen was, auch diesen Infoworld-Artikel, also guckt euch das gerne an. Wenn ihr Fragen habt an mich, haut mich jetzt noch an, also ich bin noch, da steht noch ziemlich viel Bier, ich bin noch ein bisschen da. Und sonst E-Mail, Twitter, ja, vielen Dank. Gibt's